Oh, da sind wir. Hallo. Starten wir doch mal etwas fröhlich. Hallo zur nächsten Runde Grundlagenseminar am heutigen Mittwoch. Oder zur ersten, je nachdem, ob man gerade reingekommen ist. Das kann man halten, wie man möchte. Da sind wir wieder oder hallo und herzlich willkommen, wie wir das dann auch halten möchten. Wir wollen euch ein bisschen was zu Grundlagen Homatik API erzählen. Das ist mal das grobe Thema. Wir haben eben eine Runde gemacht, die findet ihr, wenn ihr jetzt das nachschaut, auch schon auch dann zum Download. Da ging es um den Access Point, Grundlagen Homatik API. Mhm. Und jetzt wollen wir CCU Grundlagen Homatik API machen. Was wollen wir machen? Ich zeige euch gleich eine kleine Agenda, nachdem wir die Einleitung hinter uns haben. Dann erzählt dann ein bisschen mehr dazu. Von erstmal jetzt die Basics. Ich bin der Thorsten Bokhoff, Teamleiter Technical Support Center. Da ist der Holger, den kennt ihr auch schon. Holger sagt gleich noch drei Worte selber zu mir. Ich habe zu uns beiden, Holger. Ich habe die Antrin im Background mit dabei. Antrin macht die Regie und die Technik für uns. Danke, Antrin. Und wir haben den Markus, der alle Fragen für euch gerne im Chat beantworten wird. Danke an Markus. Löchert ihn gerne mit euren Fragen. Und wenn ihr hinterher Fragen habt, so viel erstmal zum organisatorischen Teil, dann könnt ihr die natürlich gerne nach der Aufzeichnung, wenn ihr euch die anschaut, in die Kommentare setzen. Dort werden wir auch natürlich alles gerne für euch beantworten. Wir lesen da immer regelmäßig mit und beantworten da immer gerne eure Fragen. Und wenn euch dieses Seminar natürlich am Ende auch gefallen hat, abonniert unseren Kanal. Ihr kennt das Ganze ja. Da freuen wir uns natürlich auch sehr, weil dann bekommt ihr auch andere, kleinere Videos. Nicht immer dieses große Format, sondern ELV stellt vor. ELV Smart Hacks, die ich auch immer mache. Nicht nur mit meinem sehr lieb gewordenen Kollegen Holger, sondern auch mit Thomas. Freund kann man das schon mal sagen, ja. Sondern auch mit Markus oder mit Thomas und vielleicht auch mit ganz anderen Kollegen demnächst. Ich lade mir unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Formaten ein. So wie ich jetzt auch meinen Gast, den ich jetzt nochmal herzlich begrüßen möchte, Holger von EQ3 Homatik API. Es ist ja eigentlich von EQ3. Es wird ja immer gerne gesagt von Homatik API, aber nein, Holger von EQ3. Ja, mit der Marke, Homatik API. Genau, ist hier bei mir. Holger sagt drei Worte zu mir. Also einige kennen mich auch seit anderthalb Wochen als Sherlock. Ja, Sherlock Holger. Schaut ja gerne mal bei Insta vorbei. Sehr schön. Sehr schön, Holger. Nein, also ja, Holger Ahrens ist mein Name. Ich bin technischer Trainer bei EQ3. Mache alles, was eben in den Bereich Schulung fällt. Online-Schulung, Präsenzschulung und eben den ganzen Content auf unserem YouTube-Kanal, Homatik genau. IP-YouTube-Kanal. Und die meisten, die dürften mich kennen, denke ich. Ne? Ich denke ansonsten auch. Frag gerne nach. Sehr schön. Wunderbar. So viel erstmal so zum Organisatorischen. Dann nehmen wir jetzt kurz die Präsentation uns vor, schauen da kurz rein, was haben wir vor. Vollgepacktes Programm, müssen wir sagen. Wir waren eben sehr knackig dabei. Wir müssen diesmal uns vielleicht noch ein bisschen mehr Gas geben. Wir schauen mal. Aber auf jeden Fall, was sollen wir machen? Wir unterhalten uns natürlich, wir wollen über Grundlagen sprechen, das heißt, wir müssen jetzt mal grundsätzlich darüber sprechen, was ist überhaupt Homatik API? Vielleicht haben wir wirklich jemand ganz Neues dabei, der gesagt hat, Homatik API habe ich noch nie von gehört. Das ist sehr schade und das wollen wir dann ändern. Das werden wir auch tun und werden euch erstmal erzählen, was ist Homatik API? Was kann Homatik API, werden wir machen und dann gehen wir über die großen Grundbereiche, nämlich was wir bei Homatik API haben im Gegensatz zu anderen Marktbegleitern, will ich ja sagen, es ist ja nicht alles schlecht, was Marktbegleiter tun, aber sie haben in der Regel meistens einen Nachteil, dass sie nicht ganzheitlich sind. Und das ist das, was ich immer gerne rausstelle. Ja. Ob man jetzt eine Firma, die sehr gut in Rollladen ist oder eine Firma, die sehr gut in Heizung ist, die können halt immer das. Die können sehr gut Heizung oder die können sehr gut Rollladen. Aber wenn du dann sagst, ja, das ist ja wunderbar, jetzt bin ich ja mit Rollladen angefangen, jetzt möchte ich auch Licht oder jetzt möchte ich Heizung mal dazu haben, dann nehmt ihr einen Fremdhersteller dazu, aber ihr könnt es eigentlich in der Regel nicht kombinieren. Erzählen wir euch gleich. Oder nur sehr, sehr umständlich. Sehr umständlich, wieder mit einer Partnerlösung, über ein fremdes Gateway. Gehen tut alles inzwischen, aber schön ist anders. Genau, wir gehen über die großen Produkte drüber, die Produktgruppen, da rattern wir so ein bisschen drüber. Auch da erzähle ich immer gerne, wie wir Einzelvideos dazu haben. Wie gesagt, Grundlagen sind ja auch gerne Verweise. Ich frage mich gerade, ist das die richtige Präsi, die wir aufhaben? Wir gucken gleich mal. Ja, weil da noch Access Point steht. Ne? Ja, wir wollen gleich mal gucken. Dann haben wir das da nur in der
Überschrift. Okay, also tauscht Access Point gegen CCU aus. Tauscht Access Point gegen CCU aus. Da hat es einen Kopierfehler gegeben, aber es ist so. Nee, es ist aber erstellen von Schaltgruppen. Ja, Messdatenerfassung, Benutzerrechte ja, haben wir so auch nicht. Ja, ne? Ja, genau. Es ist ein bisschen, es ist eigentlich der Unterteil muss ein bisschen, den werden wir aber richtig für euch für CCU durchführen. Ja, jetzt habe ich erstmal viel geredet, dann lasst uns, würde ich sagen, starten, wenn du jetzt erstmal nichts noch am Anfang zu ergänzen hast, Holger. Ja, ich sage aber natürlich nochmal ein ganz, ganz liebes Moin in die Runde. Oh ja, Runde. Genau, so weit waren ja? wir. Ja, aber das habe ich nämlich so noch gar nicht getan. Genau. Lässt mich ja nicht ausreden heute. Ja, Moin heißt es ja immer zu jeder Tages- und Nachtzeit in Ostfriesland, also wenn ihr mich oder Holger irgendwo mal trefft, Moin. Kein Moin, kein nichts anderes geworden. So geil die Dat. Und am Ende dürft ihr sagen, hol die Munte und dann sind wir auch sehr freundlich auseinandergegangen und dann läuft das alles zwischen uns beiden, ne? So. Wenn ihr uns übrigens mal live sehen wollt, kleiner Exkurs, wir beide sind beide auf der Leiden Building. Ja. Also ja. Da könnt ihr uns beide live erleben in Farbe und Bunt. So zum Start der Leiden Building werden wir dort sein. Und das habe ich im letzten Seminar leider vergessen, denn mich und meine Entwicklerkollegen kann man auch auf der Maker Faire Ruhr in Dortmund live erleben. Das ist auch noch ein ganz interessanter Termin, den ich euch vielleicht nochmal kleiner Exkurs ans Herz legen möchte. Das ist ein Samstag, da könnt ihr uns, und ein Sonntag, das ist das dritte Wochenende, 16., 17., da nagelt mich jetzt nicht drauf, ich habe gerade nicht ganz genau den Termin im Kopf. Ja, ich weiß nicht. 17, 18, nicht. Also auf jeden Fall das Wochenende sind wir dann auf der Maker Faire Ruhr in Dortmund. Da werden wir dann auch schöne, spannende Themen über Homatic IP, über Bausätze und so weiter erzählen. Das Light and Building ist vom 3.3. bis 8.3. Das weiß ich. Das ist so, genau. Ja. Gut, cool. Starten wir mit den Grundlagen. Ich würde sagen, letztes Mal bist du angefangen, diesmal fange ich an. Und mach dann, das gut. Geht dann los. Klar. Antin zeigt mir die schöne Präsentation. Also grundsätzlich Homatic IP als Nachfolger von Homatic ist das vierte große Hausautomationssystem, was EQ3 ELV auf den Markt gebracht hat. FS10, FS20, Homatic IP, wobei seit Gründung von EQ3 ist es ja Homatic und ja. Homatic IP. Homatic, genau. IPv4 basierendes Funkprotokoll, Homatic IP, ein IPv6 basierendes Funkprotokoll. Das bedeutet, die Adressstrukturen, die genutzt werden, sind einmal IPv4 basierend und einmal IPv6 basierend. Inzwischen, wir haben hier noch geschrieben, über 100 Komponenten, sind glaube ich sogar fast 150 inzwischen. 150 verschiedene Produkte. Genau, hast du mich vorhin noch mal ein bisschen, haben wir das auch korrigiert, das sind 150, wobei da teilweise auch Farbvarianten und so weiter dazu spielen. Packages und so weiter und so fort. Merken wir uns mal so. Es ist wirklich viel, ja. Ein riesen Blumentopf, über den wir jetzt auch ohne Probleme 8-9 Stunden sprechen könnten, haben wir leider nicht, deswegen knacke ich da durch. Wir haben eine intuitive App-Steuerung, das ist nämlich die falsche Präsentation, sehe ich gerade. Und da muss ich dich leider korrigieren, bei der CCU haben wir die leider nicht. Genau, das ist definitiv nicht die richtige Präsentation, aber da kann ich trotzdem... Doch, da kommt sie. Ich habe gerade, Antrin hat schon mal weitergeklickt, da ist die CCU abgebildet. Okay, ja? Dann ist das aber nämlich, aber gut, dann haben wir trotzdem, wir haben eine App-Steuerung, die ist nicht so intuitiv ist sie indirekt auch, nur dass die App halt nicht von uns kommt oder von euch kommt, besser gesagt, sondern von Partnern. Man muss ja schon sagen, die App ist schon gut, also es ist auch, die App ist dann auch intuitiv, aber sie ist halt nicht von uns. Also die App mit im Sinne von die Partner-App aus den 50, 60 verschiedenen, ne? Richtig, ja, genau. Genau, dann kommen wir halt eben jetzt zur Homatic IP selber. Ermöglicht Automatisierungen, klar, wir haben über die CCU schon ein bisschen angeteasert, wir werden sie sehr intensiv uns auch noch anschauen, dass man Automatisierung erstellen kann, verknüpft die Gewerke, erhöht die Sicherheit im Wohnumfeld, ja, das sind alles diese allgemeinen Dinge, was Smart Home selber kann und steigert den Wohnkomfort. So ist es. Genau. Kommen wir zu den Produkten, weil die Folien sind definitiv richtig. Das ist jetzt halt eben, oh ja, es steht falsch. Es ist eine CCU. Es ist eine CCU. CCU3 in diesem Fall. Auch da in der Geschichte des Homatic-Universums gab es erst eine CCU1, es gab dann eine CCU2 und es gab dann eine CCU3. Die CCU2 und die CCU3 sprechen Homatic IP, wobei die CCU2 immer mehr, ich sag mal, ausstirbt sozusagen, so darf man das vielleicht auch so nennen. Sie ist abgekündigt und unterstützt die neuen Produkte nicht mehr. Das heißt, gibt es eine weitere Revision von zum Beispiel dem Heizungsregler,
ETV2, die es vor kurzem gegeben hat, der heißt dann i9F. Das ist eine Unterversion zwischen von diesem Regler, der wird nicht mehr unterstützt. Hat eine leicht angepasste Firmware, ein bisschen andere Funktion, geht nicht. Schaltsteckdose heißt es PSM und PSM2, PSM2 und PS2 wird nicht unterstützt. Bedeutet also, in Summe können wir eigentlich zusammen fassen, wenn ihr neue Produkte kaufen wollt, Homeatic-IP, vergesst die CCU2, braucht ED3. Ja. Also das heißt, die CCU3, unser aktuelles Flaggschiff, im Bereich lokale Zentrale, kann alle Produkte der Homatic-IP-Serie verwalten und alle Produkte der Homatic-Serie verwalten. Und jetzt kommt sogar noch ein Bonus. Es gibt ja noch Homatic-IP-Bausätze, die powered by, also von uns entwickelt worden sind, oder für uns entwickelt worden sind, für ELV, die laufen auch an der CCU3. Mhm. Die laufen auch zum Beispiel nur an der CCU3. Also wenn ihr die CCU3 habt, habt ihr immer den größtmöglichen Funktionsumfang, weil ihr alle Produkte verwalten könnt. Ja, richtig. Lokale Zentrale. Wir hatten schon eben gesagt, es geht nicht die Homatic-IP, das war, entschuldigt, den Folienfehler dort. Es gehen Apps von Partnerlösungen. Die CCU3 selber wird über eine IP-Adresse und ein Webinterface aufgerufen. Und diese IP-Adresse und die dahinterliegenden Daten, also man spricht ja dann von einem Web-UI, die kann auch von Partnerlösungen aufgerufen werden, also die Daten dahinter. Das ist nachher sehr wichtig beim Anlernen der Produkte, damit wir damit machen können. Genau, wir können per VPN darauf zugreifen. Dafür gibt es entweder Dienstleister, mit denen man das machen kann. Das ist dann zum Beispiel die Firma Cloudmatic. Oder man konfiguriert die Fritzbox entsprechend. Da gibt es auch neue Funktionen wie WireGuard. Da werden wir euch demnächst auch nochmal ein Video zu machen, wo wir dann WireGuard mal ein bisschen vorstellen, wie man damit die CCU konfiguriert kann. Wir sind ja selber letztens überrascht worden, ne? Wir waren auf einem Seminar, Holger und ich durften zusammen ein Netzwerktechnik-Seminar im Rahmen der Unternehmensgruppe besuchen. Und war ein sehr spannendes Seminar, sodass wir uns da jetzt ein bisschen besser auskennen. Was gibt es für kleine Stolpersteine im Bereich der Netzwerktechnik und können euch da natürlich jetzt auch ein bisschen besser abholen und informieren. Also da VPN oder Zusatzdienste, um auf die Zentrale zuzugreifen. Was haben wir dann noch? Das war's dann. Wir haben die Möglichkeit, Programme zu schreiben und wir können direkt verknüpfen. Aber kurz zusammengefasst, für diejenigen, die jetzt wirklich das erste Mal irgendwie Kontakt mit der CCU3 haben und vielleicht noch Access Point Nutzer sind. Ihr habt bei der CCU3 ja eine lokale Zentrale. Richtig. Kein Cloud-Dienst, aber das bedeutet eben auch kein Fernzugang von Haus aus mit dabei. Das ist eure Aufgabe, das einzurichten, wie man aus der Ferne auf die eigene Anlage zu Hause kommt. Genau. Da gibt es, wie Thorsten schon sagte, Dienstleister, die das machen. Teilweise kosten die auch was, muss man fair sein, ne? Ist nicht alles kostenfrei. Und es gibt eben nicht die Homatic-IP-App für die CCU3. Das ist, glaube ich, so die häufigste Frage, die bei euch im Support sicherlich anfällt. Ja, genau. Warum verbindet sich die Homatic-IP-App nicht mit der CCU3? Weil es dafür nicht vorgesehen ist. Absolut richtig, absolut richtig. Na, nochmal schnell zusammengefasst für die, die neu dabei sind. Für uns sind das alles Dinge, wir wissen über diese Themen Bescheid. Ja, aber für jemanden, der die CCU3 nicht kennt, Homatic-IP-App läuft nicht mit der CCU. Kein Fernzugang von Haus aus. Korrekt. Gehen wir weiter. So, jetzt sprechen wir über das Thema Licht und Beschattung, Schaltaktoren und Dimmer. Das heißt, wir haben das jetzt mal so für euch aufgebaut, dass wir grob, ganz grob über einige Produkte der jeweiligen Gruppen sprechen wollen, damit wir da mal so ein bisschen euch abholen können, was geht überhaupt, wo könnte ich so ein bisschen suchen, aber das ist nur ein Teil. Also schaut, wenn ihr alles sehen wollt, auf jeden Fall auf die homatic-ip.seite oder auf den ELV-Webshop und schaut euch da die gesamten Produkte an. Hier, wie gesagt, nur ein Abriss. Ja, was machen wir da oben jetzt erstmal als erstes? Ich fange mal mit dem Produkt an. FSM 16, 16 Ampere Schaltaktor für Unterputzlösung, kann genutzt werden für Heizungssteuerung, könnte für Lichtsteuerung genutzt werden, hat eine Messfunktion, kann in zwei Richtungen messen, gibt es das FSM 5 und FSM 16. Holger macht den der nächsten. Ja, also ich nutze den übrigens tatsächlich einerseits zum Schalten meiner Infrarotheizung. Richtig. Und ich messe tatsächlich auch einen kleinen Mikrofon.
Mikrowechselrichter in Einspeiserichtung okay, damit. Okay, perfekt. Ja. Genau, aber eben dann den 16 Ampere Aktor für, genau, für solche Fälle. So, ich soll den da runter oder da? Du suchst dir einen aus. Ich nehme mal Huchina. Homatic Aktor 100. Nein. Wir spielen ja hier. Wir spielen nicht Jeopardy. Nicht, nein. Also den Huchin Aktor, den Antrieb vielleicht nochmal mit der Maus umkreisen kann. Das ist ein Produkt, wo ich eben direkt aus der Elektroverteilung meine Geräte schalte. Das können Lichter sein, das können Steckdosen sein, das können auch Treppenlichter zum Beispiel sein. Den gibt es in einer Einfachvariante mit einem Ausgang, aber auch mit vier Ausgängen beispielsweise. Und es sind Tastereingänge vorhanden, sodass man klassische Stromstoßschalter dagegen austauschen kann. Okay. Ja, nimmst du unten? Unten links Markenschalteraktoren möchte ich gleich auf einer separaten Folie drauf eingehen. Ja, gerne, zeige ich gerne euch gleich nochmal sehr schön. Gibt es immer als Schaltaktor einfach und zweifach, also BSM oder BS2 wäre da die Möglichkeit oder auch BDT, wenn wir jetzt den DIMM-Bereich mitnehmen wollen. Aber wir tauchen gleich noch in die Rollladenvariation. Also das Produkt ist die Produktserie. Markenschalter gibt es in unterschiedlichen Versionen. Zeige ich euch gleich nochmal in einer genaueren Folie und möchte dann darauf eingehen. Last but not least noch Zwischensteckervariante, die schnellste Variante, die braucht keinen Elektriker, nämlich das ist der ganz wichtige Hinweis, den ich an dieser Stelle geben muss. Bei all diesen Produkten, auch wenn es viele nicht immer so gerne von mir hören, braucht ihr einen Elektriker. Arbeiten am Spannungsnetz, auch wenn man meint, es sind ja nur zwei Drähte, müssen... Ich hoffe, es sind drei. Meistens sind es sogar drei, genau. Müssen von Fachkräften durchgeführt werden. Bitte, hört auf unseren Hinweis. Und nehmt jemanden auch, ihr könnt ja viel vorbereiten, aber die eigentliche Verdrahtung, ihr könnt von mir aus auch die Leitung in unter Aufsicht verlegen, alles möglich, aber die Verdrahtung gehört einer Fachkraft. Und gerade wenn wir beim Huchin-Aktor sind, da arbeiten wir sogar noch im Schaltschrank, ja, da ist an so vielen Stellen die Spannung nicht so sehr geschützt, dass ihr sie, dass ihr nie keinen, ich sag mal, gezogen werden bekommen könnt im flachen Deutsch. Seid da bitte vorsichtig und bestellt euch. Ich hätte geballert gesagt. Geballert ist auch noch eine Spurhärte. Genau. Und vor allem, was ich auch immer ganz hart sehe, ist die Brandgefahr. Also ich, wenn man etwas falsch anschießt, kann es auch zum Kurzschluss kommen. Ich habe da Dinge gesehen, dass das Kupfer noch eine ganze Weile rausguckt oder falsche Farben benutzt worden sind oder. Und wenn ich noch was anmerken darf, auch die Versicherung kann Probleme machen. Ne? Korrekt. Also da bitte immer die Fachkraft nehmen. Ja. Kommen wir zur nächsten Folie. Rollern. Sehr ähnliche Aktoren, wie wir sehen. Wir haben wieder den Markenschalter, deswegen überspringen wir den. Den machen wir gleich als letztes. Und wir haben wieder eine Unterputzvariante und wir haben wieder eine Huchin-Variante. Bei der Huchin-Variante, bei Schalten haben wir noch vielleicht vergessen, die gab es auch als Dimmer. Ich glaube, das haben wir nicht. Ja, ich dachte, ihr habt die Folien so aufgebaut, dass das tatsächlich in verschiedenen... Ah, das Dimmer aber nochmal es stimmt, das Dimmer. Ja, Dimmer es ist hier mit drin. In der genau, bei Rollladen hätten wir noch die Möglichkeit, Jalousien zu steuern. Jalousien können auch die Lamelle verstellen, nicht nur rauf und runter. Und bei einer Markise ist ja wie ein Rollladen rein und raus. Gehen wir weiter. Jetzt kommen wir zu meiner Markenschalterfolie, die ich immer so ein bisschen angeteasert habe, weil ich gerne diese Folie benutze, um darzustellen, dass es dieses Produkt, wie vielfältig dieses Produkt ist und dass es dieses Produkt auch für unterschiedliche Lösungen gibt. Mhm. Man muss hier erstmal zusammenfassen, dieses Produkt, was wir dort in Grau als zweites von links sehen, gibt es, ich fasse zusammen, als BSM, als BS2, das sind die beiden Schalterprodukte, als BDT, Dimmerprodukt, als BBL, als Jalousieaktor und als Broll-2 als Rollernaktor und last but not least als BRC2, ihr merkt, ich kann die Namen gut auswendig, als BRC2 als Sender, ne? Sender zweifach für Markenschalter. Ja. Wie funktioniert das Ganze? Und dieses Produkt stelle ich immer so gerne so genau vor, weil das einfach so eine tolle Lösung ist. Wir haben in der Wand eine Dose. Darin ist ein normaler Schalter verbaut, ein normaler konventioneller Lichtschalter, mechanisch. Die orange Dose ist in den meisten Fällen beim Wandeinbau, wenn es nicht gerade Hohlwand ist, schwarz. Also da ist die Dose. Das Teil daneben, Antrieb geht ein bisschen ein Stückchen nach rechts, ist eigentlich dann mechanisch aufgebaut, hat ein bisschen Metallanteile, hat Plastikanteile, fliegt aus der Wand und kommt in die Schublade. Brauchen wir nicht mehr. Wird dann ersetzt durch unseren Markenschalteraktor. Jetzt kommt zum ersten Mal der Elektriker richtig ins Spiel. Er muss schauen, welches Schalterprogramm ist bei euch vorliegend. Das kann sein Jung, Merten, Gira, Buschjäger, Düwi, Elso, Kopp.
Ich glaube, wir haben sie. Eins von den ganzen wird es sein, teilweise nochmal in Untervarianten. Dann geht ihr in unseren Online-Shop, schaut in die Kompatibilitätsliste, bestellt den passenden Adapter zu diesem Schalterprogramm. Ist bereits vorhanden ein Rollladenaktor, ein Rollladenschalter zweifach geteilt oder ein Jalousieschalter zweifach geteilt oder ein Serienschalter zweifach geteilt und keine Flächenwippe, von der man spricht, wie wir sie rechts sehen, also eine durchgehende Wippe, müssen wir die Wippe ergänzen, austauschen lassen vom Elektriker. Er hat die dann beizustellen und bringt euch eine Wippe mit. Jetzt haben wir einen Adapter, wir haben den Markenschalter verbaut, wir haben die Wippe. Drücken das Ganze zusammen und drücken es in die Wand. In dem Moment ist sofort, wenn alles richtig verkabelt worden ist, die Funktion wieder gegeben. Wir können oben einschalten, unten ausschalten beim Schaltaktor, beim Zweifachschaltaktor, oben ein und aus, unten ein und aus für die beiden Lichtquellen. Ja. Rollladen, oben drücken, rauffahren, unten drücken, runterfahren. Beim Jalousie genau dasselbe und beim Dimmer oben drücken ein, drücken und halten hoch drin und die Gegenrichtung herunter. So weit, so gut. Das ist erstmal die Möglichkeit, um einen Standard-Schalter oder Rollladen Platz, Schalter, also im Dimmer, egal was auch immer, in der Wand umzurüsten auf Funk. Eine wunderbare Lösung zum Einstieg in Smart Home, weil dann habt ihr erstmal sichergestellt, okay, ich habe meine Standard-Schaltstelle vor Ort noch wie gewohnt vorhanden, aber, und jetzt kommt euch das Aber, ich kann, wenn ich möchte, dann erweitern in die Smart Home Welt. Und das wollen wir ja auch tun. Wir könnten zum Beispiel einen Wandtaster verknüpfen, wir könnten eine Fernbedienung, wir könnten Zeitprofile, Bewegungsmelder, whatever. Oder eben über eine App steuern. Oder über eine App steuern, ihr könnt dann alle Dinge tun. Gehen wir weiter. Jetzt kommen wir zum Bereich Raumklima. Den haben wir auch aufgebaut in drei Bereiche. Ich teaser die drei Bereiche jetzt am Anfang schon mal an, dann übernehme ich den ersten. Holger kann dann vielleicht in den Bereich der Fußbodenheizungsaktoren machen. Erster Bereich, das, was die meisten von früher eigentlich haben, weil früher hat man immer Flächenkonvektoren benutzt, also normale Heizkörper an der Wand, unten am Boden, auf jeden Fall mit einem Drehregler sozusagen dran, 1 bis 5, so kennen wir es alle, und den haben wir dann auf 3 gestellt und dann wurde der Raum schön warm. Wenig intelligent, weil immer die 3, keine Mechanik dahinter, keine Motoren dahinter, keine Zeitsteuerung, eigentlich... Ja, es ist so eine Art Bimetall. Ja, ein Bimetall, der sich einfach nur erwärmt und zusammenzieht sozusagen. Und deswegen. Und damit den Stift, der quasi am Ventil ist, rein und raus. Das können wir mit Motoren natürlich umrüsten. Wir zeigen hier 3, es gibt 6. Also wenn wir noch die Farbvarianten dazu nehmen, haben wir sogar 8 unterschiedliche Produkte. Warum gibt es so viele? Warum gibt es unterschiedliche Automodelle? Weil unterschiedliche Menschen unterschiedliche Geschmäcker haben und unterschiedlichen Komfort bei bestimmten Dingen wünschen. Das ist ein schöner Vergleich. Deswegen, so vergleiche ich es eigentlich immer, aber nehmen wir mal das Beispiel Auto. Jedes Auto fährt in der Regel von Leer nach München, wenn es als ein Lenkrad und 4 Räder hat und dann wird es das auch tun. Und so wird auch jeder Heizungsregler euren Raum warm machen, wenn ihr die entsprechenden Temperaturen einstellt. Es ist einfach nur die Haptik, die dahinter steht, wie man das Ganze dann benutzt. Ja, außer bei einem. Ne? Wenn wir mal ganz genau werden, ein Heizkörperthermostat sticht da noch mal ein bisschen raus. Genau. Das ist das Evo. Evo hat ein bisschen anderes Getriebe. Also es hat nämlich gar kein Getriebe. Da ist ein kleiner Motor drin, der den Stift rein und raus drückt. Ein Schrittmotor. Ja. Ist eine andere Technologie, die dort verwendet wird. Also ist auch das hochwertigste der Produkte. Was super leise. Super leiser Red Dot Gewinner. Also es ist schon sehr Stiftung Warentest Gewinner. Sieht auch richtig cool aus. Tolles Produkt. Ja, das sticht so ein bisschen raus, aber auch das regelt, platt gesagt, nur die Heizung. Ja, ne? Ist nur technisch ein bisschen anders aufgebaut. Oben zwei Wandthermostate, mal in Anthrazit und in Weiß abgebildet. Es gibt auch noch andere Wandthermostate. Schaut da gerne mal unser Seminar 33% Energieersparnis, Bitomatic RP, ein Heizungsseminar, wo wir nur auf dieses Thema eingehen, auch auf gleich die weiteren Lösungen, Heizung per Fußbodenheizung und so weiter, machen wir dort alles super intensiv. Könnte ich noch eine ganze Weile drüber reden. Lassen wir hier weg. Nächste Folie, wie der Guide, wie man so schön sagt. Soll ich nehmen? Holger. Ja, neben klassischen Heizkörpern, Radiatoren, haben viele von euch natürlich auch Fußbodenheizungslösungen im Einsatz. Ja. Und da kommt eben unsere Fußbodenheizungsaktorik ins Spiel. Das ist die sogenannte Fallmod, so nennen wir sie. Ist die Produktbezeichnung, steht für Fußbodenheizungsaktor motorisch. Denn im Vergleich zu den ganz klassischen Stellantrieben, die ihr von Fußbodenheizungen kennt, die nur offen und geschlossen kennen,
können diese Geräte eben zwischen 0 und 100% beinahe stufenlos gesteuert werden. Und so habt ihr einen stetigen Durchfluss an der Fußbodenheizung. Genau. Spart wirklich Geld, einerseits Stromkosten, aber auch eure Heiztherme, eure Wärmepumpe wird viel effizienter ausgelastet, weil es eben nicht diese Momente gibt, wo gar nichts ist und wo es dann wieder einen Moment gibt, wo voller Durchfluss ist. Ja? Wird natürlich dann auch gesteuert über Wandthermostate, die in den Räumen vorhanden sein müssen. Genau. Wir könnten auch wieder Fensterkontakte nutzen. All diese Themen findet ihr in unserem Seminar. Ja, wobei die beim Verknüpfen keine Fensterauffunktion haben. Nicht mit der Fußbodenheizung. Richtig, ne? Richtig. Nicht mit der Fußbodenheizung. Genau. Wegen der Trägheit, müsst ihr wissen. So eine Fußbodenheizung, wenn ich das Fenster aufmache, ja, das dauert 3 Stunden, ne, bis ihr das merkt, dass da merklich sich absolut was tut. Ja. Absolut. Raumklima, nochmal auf Elektroheizung bezogen. Elektroheizungen werden ja immer moderner, weil viele Leute jetzt inzwischen auch PV-Anlagen auf dem Dach haben, Elektrospeicher haben und daher auch gerne elektrisch heizen. Ich, Holger, ja auch, genau. Sehr intensiv. Holger macht das auch sehr intensiv, gerade in der Übergangsjahreszeit. Er hat noch genügend Sonnenüberschuss und kann die natürlich auch schön zum Beheizen der Räume nutzen. Ich habe gestern, also tatsächlich mal so ein kleiner Plausch unter uns, 35 Kilowattstunden geerntet. Das sind Februar ist ein super Wert. Ja, sehr schöner Wert. Und genau. Da liefen tatsächlich die Elektroheizungen. Ja, absolut. Ja, haben mir ein bisschen Gas gespart. Absolut. Hier dann hat eben dieselben Wandthermostate, werden dann einfach für eine andere Funktion genutzt, können mit den Schaltaktoren aus den ersten Folien genutzt werden. Da ganz wichtig, haben wir im letzten Seminar auch schon gesagt, bitte vom Elektriker immer die 16 Ampere Varianten verbauen lassen, wenn es die denn ja, als Auswahl gibt. Das ist eigentlich an dieser Fall, besteht eigentlich nur beim linken Aktor, weil es den als 5er auch gibt. Da immer den 16er nehmen, bitte. Das ist sehr wichtig, damit das Relais eine lange Lebenszeit hat, auch wenn es von der Schaltleistung eurer Heizung vielleicht sogar passen würde mit den 5 Ampere, würde ich euch trotzdem immer das große Relais empfehlen, weil es einfach, ja, sonst einfach zu Ermüdungserscheinungen des Relais kommen wird, weil wir es immer auf Volllast fahren und das ist nicht so gut. Also deswegen, das ist so ein kleiner Preis und schiebt bitte bei den 16ern. Ja, bin ich voll bei dir. Sehr gut. Ja, messen können wir das Ganze natürlich dann auch und wir haben auch eine Hygrostat-Funktion, die ich auch sehr gerne erwähne, dass wir nicht nur heizen können, sondern zum Beispiel auch entlüften oder belüften ist es ja dann sogar, wenn wir zu feuchte oder zu trockene Räume haben. Genau, gehen wir weiter. Entfeuchter und Befeuchter. Entfeuchter und Befeuchter. Zutritt und Sicherheit, das haben wir so ein bisschen zusammengefasst, ist jetzt ein riesiger Bereich, über den wir sprechen könnten. Haben wir auch ein tolles Seminar zu gemacht, also fast so eigentlich so auch zu den ganzen, auch Licht ganz am Anfang, haben wir auch ein Einzelseminar. Ihr merkt schon, diese ganzen einzelnen Bereiche, zu denen haben Holger und ich immer 1,5 Stunden nur dazu gesprochen. Ja. Das ist ein Riesenfeld, wo wir euch sehr viel Input geben können. Also wenn ihr euch da einen Einzelbereich interessiert, schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Alle unsere Seminare sind kostenfrei zum Nachschauen. Da immer findet ihr die Seminare. Jetzt aber Zutritt und Sicherheit. Ihr seht dort oben den DLD, den WKP. Das ist der Bereich Türsteuerung. Und darunter nochmal Sicherheit, eine Fernbedienung zum An- und Ausschalten der Alarmanlage und ein Bewegungsmelder, wobei ja auch die Fensterkontakte einen Doppelnutzen haben. Absolut. Und nicht nur, ich brauche keinen Fensterkontakt für Security und keinen Fensterkontakt für Heizung. Hier kommt dann das Ganzheitliche das erste Mal richtig zum Tragen. Nämlich ein Produkt, zwei Lösungen. Geht es weiter? Jetzt wird es spannend, nämlich Energie. Energie. Und da machen wir ein bisschen mehr Plausch. Wir hatten ja schon länger eine Schalt-Mesh-Steckdose und wir haben eben schon darüber gesprochen, dein Schaltaktor, Unterputz, 5 Ampere, 16 Ampere, die waren zum Messen da. Super tolle Produkte, habe ich selber auch im Einsatz. Kühlschranküberwachung, Geschirrspülmaschine. Aber es sind eben einzelne Verbraucher. Einzelne, ne? Es sind einzelne Verbraucher, die man misst. Letztes Jahr haben wir von ELV ja die Möglichkeit gehabt, als erster den EASY IEC als für Stromzähler mit Schnittstelle IEC. Das ist der Sensor, über den Antrin mal rüberkreist. Da gehört allerdings dann noch so ein kleiner Sensorkopf, Dazu. Und dieser Sensorkopf war dann in der Lage, Stromzähler mit IEC-Schnittstelle auszulesen. Ja. Die IEC-Schnittstelle macht Folgendes. Die gibt Stromzählerbezug aus, HT und NT, Stromzähler-Einspeisung
und Stromzähler momentan verbraucht. Diese Dinge kann man über die IEC-Schnittstelle genormt abrufen. Es geht sogar noch ein bisschen mehr grundsätzlich über IEC, aber das wird angezeigt. Das wird angezeigt und das hat auch jeder Zähler und kann man abfragen. Dazu muss der Zähler einmal mit einer PIN freigeschaltet werden, Info muss eingeschaltet werden und dann kann man die Daten dort abrufen. Neu, in dem Fall gestern, und gestern war der 20. deswegen muss ich ja, manche schauen ja auch nach, unser schönes Seminar, war der 20. Februar, wurde dann weitere Produkte live geschaltet, und zwar Gas und LED. Mhm. Hier ist es ein bisschen anders, nämlich wir werten Impulse aus. Die Impulse können entweder analog erstellt werden, indem wir bei einem Gaszähler einen kleinen Magneten haben, der an einem Read-Kontakt vorbeifährt und Impulse erzeugt. So können wir dann Impulse pro Kubikmeter Gas nehmen. Oder wir haben Impulse mit einer Impulslänge für Strom von einer LED-Schnittstelle an einen Stromzähler. Funktioniert super, hat aber einen großen Nachteil. Wir haben keinen Startzählerstand. Ja, und keine Einspeisemessung. Und keine Und bei Strom keine Einspeisemessung, genau. Also der IEC ist da eigentlich am modernsten, aber die anderen beiden Produkte haben beide ihre Daseinsberechtigung. Gerade Gas, was ich auch schon, wir hatten es vorhin schon mal, eine sehr gute Auswertemöglichkeit finde, weil man sich doch so wundert, wie man so lebt im Haus und wie man wie sich das auch von der Außenfühlung. Ich finde, das sensibilisiert auch ungemein, ne? Also mit Energie umzugehen und ein bisschen sparsamer auch zu haushalten, die Temperatur vielleicht nochmal einen Grad reduzieren. Man sieht das eben. Ich habe mit Thorsten im vorherigen Seminar diskutiert, was ich jetzt gestern zum Beispiel an Gaskosten hatte. Ja, und das waren eben gestern und es war nicht sonderlich kalt. 5 Euro und ein bisschen, was da zusammengekommen ist. Aber wir hatten auch sehr kalte Tage mit minus 10 Grad. Ja, und ich finde auch, man sieht auch super schnell die Erfolge, wenn man einfach mal beim Verlassen des Hauses Eco drückt. Ja. Also das mache ich auch, wenn ich zum Beispiel jetzt weiß, ich fahre morgens zum Beispiel, wir sind letztens im Shoppingcenter gewesen. Also wir sind morgens los und abends zurück und dann einfach mal den Tag über auf Eco gehen und dann entsprechend damit dann sicherzustellen, dass das Haus abgesenkt ist. Genau, das richtig. Das ist ein sehr großer Erfolg. Ich muss einmal ganz kurz mit André reden, weil ich glaube, unsere Kamera gerade irgendwie nicht mehr geladen wird. Vielleicht ist die überhaupt eingeschaltet. Ist die eingesteckt, die Steckdosenleiste? Oder haben wir die gerade abgeklemmt? Wohl. Sonst müsstet ihr eben das Netzteil vielleicht tauschen. Vielleicht lädt das damit nicht. Sonst einfach vielleicht mal eben das Netzteil. Warte, ich gehe es mal rüber. Bevor ihr uns gleich wegfallt, machen wir ein bisschen Technik so wieder rein. Kleinen Moment, es geht gleich für euch weiter. Mal gucken, also sonst geht die Kamera gleich aus und dann seht ihr nämlich nur noch Oberflächen, CCU. Ja, lädt? Wunderbar. Lied. Magst du das jetzt mal geben? Wir wollen vielleicht mal gucken. Geht das ja hierfür, ja. Antrin drückt sich vom Bild, siehst du das? ganz lange Arme hat. Ja. Haben wir Bild? Ja, genau. Oh, das geht. Sehr gut. Das geht okay. Gut. Was auch immer das schöne Netz da gerade hat. Ja, ist wahrscheinlich fürs Telefon einfach nicht groß genug dimensioniert. Sehr gut. So, das soll es erstmal gewesen sein zu den Energiesensoren. Kommen wir jetzt zum praktischen Teil, glaube ich schon. Ne? Oder kommt noch einer? Ich glaube, jetzt kommt es. Genau, jetzt geht's los. Da können wir gleich drüber weg. Also wenn ihr noch ein paar Infos braucht zu den Energiesensoren. Wir haben da ja EQ3-seitig, aber auch ELV-seitig ganz, ganz viele Videos zu gedreht. Ich glaube, alleine heute sind 3 Videos auf unserem Homatic IP-Kanal online gegangen. Zum Gaszähler, zum Infrarotzähler, auch zum IEC-Zähler. Ihr habt auch einiges auf dem Kanal, also schaut da gerne rein. Ich habe dann schöne Videos für die CCU jetzt gemacht. Also da macht ihr meistens weniger Videos. Wir machen meistens Access Point. Genau, ihr macht ja meistens Access Point. Ja. Und so haben wir uns jetzt hier mal die Möglichkeit genommen, dann für die CCU Videos zu machen. Also ihr findet alle Sensoren, einmal den IEC und den anderen haben wir zusammengefasst, LED und Gas. Da haben wir habt ihr da schon die Videos fertig? Ja. Sind die schon auf dem Kanal? Gestern noch. Mit CCU? Selbstverständlich. Sehr schön, weil ich hatte gestern im Livestream Homatic IP jemand dabei, der wollte gerne mal Screenshots an der CCU sehen. Kann er sich meine Videos anschauen. Falls du dabei bist. Ja, wenn du dabei bist, schau dir meine Videos an. Die sind sehr schön geworden. Und, sag dir einfach immer so. Ich finde die schön. Voller Überzeugung. Ich bin voller Überzeugung über das, was ich tue. Du doch auch, Alter. Ja, also das auch. Sind wir beide, ne? Sind wir beide. So, passt auf. Wir wollen jetzt machen Einrichtung der CCU.
Anlernen von Geräten, Erstellen von direkten Verknüpfungen, das ist gleich ganz wichtig, gehen wir mal ein bisschen drauf ein. Wir werden Heiz- und Zeitprofile machen, also so ein bisschen was über Zeiten erzählen. Messdatenerfassung crashen wir auch gleich nochmal so ein bisschen drüber. Das soll es im Grunde genommen sein. Jetzt ist mal ganz wichtig. Der Access Pointer haben mich ja erklärt, wie man die Sachen in Betrieb nimmt, das war am letzten Seminar. Wenn ihr eine CCU in Betrieb nehmt, packt ihr das Produkt aus, ihr schließt es an Strom an, ihr schließt es an euren Access, an euren Router an, also das kann irgendein Router sein, und dann kommt bei vielen Leuten erstmal das Fragezeichen und nun. Und nun ist nämlich die Frage, die man sich stellen muss, wie komme ich an meine IP-Adresse? Und das ist ja, ich sag mal so, nicht so einfach. Nicht so trivial. Nein. Nicht so trivial, im Basic sozusagen schon mal, wenn wir über die wirklich Grundlagen sprechen wollen, wie am Access Point. Am Access Point schnappe ich mir meine App, scanne die Rückseite des QR-Codes, bin glücklich. Fertig. Ja. Fertig. Hier ist ja die erste Frage, die man sich stellen muss, wie komme ich an meine IP? Und die Hürde ist groß. Und die Hürde ist, es klingt immer lustig, aber die Hürde ist nicht ganz... Wer jetzt sich wirklich nicht mit IP-Adressen beschäftigt hat, mit Routern nicht beschäftigt hat, mit Netzwerktechnik vielleicht nicht beschäftigt hat, der könnte da schon wirklich ein Problem bekommen. Genau, das ist so. Also, die IP-Adresse der CCU findet ihr an mehreren Stellen. Erstens, ihr könnt Dienste, also Smartphone-Apps nutzen, wie Fing, ich nehme das einfach mal kurz, macht einen IP-Scan über euer Netzwerk und werdet dann sicherlich die CCU finden, weil die CCU arbeitet mit DHCP, das ist die automatische Adressvergabe innerhalb des Netzwerks, und bekommt von eurem Router eine IP-Adresse zugewiesen. So, da werdet ihr sie finden. Variante Nummer zwei, ihr habt die, seid auch derjenige, der euren Router einstellt und wisst ja so ein bisschen drin umzugehen, geht in den Router rein, schaut in die Netzwerkkonfiguration, Netzwerkgeräte, findet ihr dort. Variante Nummer drei, ihr ladet von der EQ3 Homepage das Tool Netfinder herunter und startet dieses, und mit Netfinder könnt ihr dann auch die IP-Adresse finden. Übrigens, bei Mac läuft das nur von einem Wechselmedium. Ist das so? Ja. Das Neue auch? Das Neue auch. Immer nur vom Wechselmedium. Verrückt. Das liegt an der Benutzerrechteverwaltung auf dem Mac, was Dateirecht und so. Das ist der Holger mit als Mac-Nutzer. Ja. Danke für den Tipp. Du musst das immer auf einem USB-Stick haben oder auf einer Netzwerkfestplatte. Auch mit Flutter, das Neue. Ja, das weiß ich noch nicht. Wir haben hier eine neue Version. Musst du mal die Flutter-Version testen. Wir haben eine neue Version, die muss Holger mal testen. Nee, die kann ich, glaube ich, nicht testen, weil die noch nicht Mac-portiert ist. Ach, die ist noch nicht Mac-portiert. Nee. Okay, genau. Alles klar. Gut. Also, jetzt ist es so. Wir gehen mal auf die Oberfläche. Antrin zeigt uns das. Das ist die Oberfläche der CCU3. Was wir dort jetzt nicht sehen, ich glaube, die ist weggeext vom System, und das ist die IP-Adresse. Eine IP-Adresse ist immer eine Zahlenkombination aus drei Blöcken. Ja. Besteht in der Regel aus 192, 168. Wir nehmen jetzt eine Fritzbox, 178 und dann eine Zahl. Von der Fritzbox frei vergeben. Ist irgendwas zwischen 20 und 255 ist die Broadcast-Adresse. Genau. Haben wir gelernt im Netzwerkseminar. Also irgendwas zwischen 20 und 254 wird sie dann als Zahl bekommen haben. In unserem Fall haben wir die jetzt dann eingegeben. Das hat uns dann auf diese Seite gebracht. Ja, sonst können wir Antrin nochmal fragen, sie kann die Transformation mal rausnehmen, dann sehen wir das auch oben mit der IP-Adresse. Dann haben wir es mal vollständig. Klick doch einfach mal bitte auf Rechtsklick auf das CCU-Fenster und mach mal die Transformation weg für die obere Leiste. Genau, machst du die eben einmal auf 0 wieder. Dann können wir nämlich gleich auch sehen, ja, da oben sehen wir schon, da kommt jetzt die IP-Adresse auch zum Vorschein. Genau. Also hier ist das die 192, 168, 188.100. Danke dir. Was jetzt ganz wichtig ist, wenn die CCU aus der Packung gekommen wäre, was diese nicht ist, dann wärt ihr nicht hier gewesen. Nämlich, ihr wärt auf eine Oberfläche gekommen, wo ihr als erstes Internet benötigt hättet und dann die aktuelle Firmware herunterladen gemusst hättet, die dann wiederum auf der CCU installiert worden wäre. Das sind dann ein paar Schritte, die man machen muss. Man lädt die auf den PC herunter und sagt dann, wählt die dann wieder auf dem PC aus und lädt sie hoch. Weil, wenn die CCU aus dem Werk herauskommt, wird sie immer mit einer Werksfirmware versehen, und die ist nicht gleich der
live hier. Die gute alte 3016. Genau, die gute alte 3016, von der wir weit, weit entfernt sind, weil wir jedes Vierteljahr, kann man ganz grob sagen, manchmal auch fünfmal im Jahr eine neue Firmware rausbringen. Das müssen wir tun, weil wir neue Geräte implementieren, Sicherheitspatches machen müssen und, genauso wie Microsoft und andere Firmen auch Updates machen, machen wir es halt logischerweise auch. Und die, daher ist die Werksfirmware, nicht der Live-Firmware, also Update machen. Dann wir können es leider auch nicht simulieren, weil wenn die einmal in Betrieb war, dann kriegen wir das nicht wieder auf diesen Startbildschirm zurück. Dann müssten wir die SD-Karte rausnehmen, neu flashen und. Das ist ein Riesenaufwand. Deswegen starten wir hier. Genau. Ja. Dann müsst ihr einen Benutzernamen und ein Passwort vergeben für den Benutzernamen Admin. Das ist dann auch grundsätzlich so. Haben wir vor ein paar Jahren mal eingebaut, weil es gab Möglichkeiten, CCUs im Netz zu finden, weil User die CCUs freigegeben haben im Netz über Port Forwarding und dann war noch nicht mal die Hürde gegeben, dass man ein Passwort vorhatte. In unserem Fall haben wir jetzt ein Passwort vergeben und normalerweise würde man hier landen, auf der Startseite, wenn Holger nochmal auf Abmelden klickt. Na klar, natürlich. So. Da würde es landen. Würde man da landen, wenn ihr auf eine CCU jetzt zugreift und müsstet hier dann das Passwort eingeben. So, auch das machen wir jetzt mal kurz mit euch. Jetzt sind wir aber auf der Grundfirmware. Hier sehen wir jetzt die aktuelle Uhrzeit. Hier sehen, die kommt über den aktuellen Ort noch leer. Nein. Schon geändert? Standardmäßig ist es nicht leer. Es war früher immer leer. Wir gucken nochmal nach. Berlin. Ach, ist Berlin. Ja, das Standard ist nämlich das Berlin. Das war früher mal leer. Das weiß ich nicht. Ja, das war früher hundertprozentig leer. Aber hier Standard jetzt immer Berlin tatsächlich. Interessant. Ja. Ja. Interessant. Ich habe da lange nicht mehr reingeklickt in eine Werks-CCU, aber das war früher mal leer. Also es war früher definitiv leer. Also es ist jetzt Berlin, dann war es früher mal leer. Sei dahingestellt. Auf jeden Fall seht ihr hier dann die Uhrzeit, die anhand der also die Sonnenauf- und Untergangszeiten, die anhand von Berlin berechnet werden, können wir ändern, machen wir gleich noch. Und wir sehen die aktuelle Firmware, die jetzt aktuell ist. Wenn ihr eine neue Firmware brauchen würdet, würdet ihr das übrigens dort auch finden. Hier. Und ihr würdet auch dort finden, wenn Geräte eine neue Firmware brauchen würden. Das würde aber hier den Rahmen. Dann lass uns doch erstmal den Standort mal setzen. Warum denn? Richtig, nicht? Wir fangen an. Erstmal, wir sind auf der Oberfläche. Sie hat jetzt eben eine Benutzerstruktur. Erstmal mit einer Startseite, dann haben wir Programme, wir haben die Möglichkeit, Status und Bedienung, bestimmte Dinge aufzurufen und wir haben auch eine Systemsteuerung, wie fast jedes Produkt es ja hat. Also gehen wir da mal rein. Hier in der Systemsteuerung unterschiedliche Menüpunkte, einige werden wir mit euch anreißen, alles geht nicht. Wir haben vor kurzem das WebUI-Handbuch komplett überarbeitet und sind auch immer noch dabei, das komplett zu überarbeiten, weiter zu überarbeiten und neue Dinge hinzuzufügen. Homatic ist rausgeflogen aus dem WebUI-Handbuch. Es ist jetzt nur noch ein CCU und Homatic IP WebUI-Handbuch, weil die neuen Produkte ja auch nur noch Homatic IP sind. Das hat das Ganze auch ein bisschen schlanker gemacht. Genau. So, und jetzt sieht man hier schon. Jetzt sehen wir dort die Orte. Wir haben die größten Orte in Deutschland halt implementiert. Und vor allem leer. Und da ist leer nämlich dabei. Und was wir dabei aber auch für eine Möglichkeit haben, wir können auch individuell anhand von Längen- und Breitengrad, den ihr über Google ganz einfach rauskriegen könnt, wie euer Wohnort, welchen Längen- und Breitengrad das Ganze hat, könnt ihr das auch einstellen. Aber es reicht in der Regel auch für die Wetterdaten in Anführungszeichen, für die Sonnenauf- und Untergangszeit, entsprechend den größten Ort in der Nähe zu nehmen. Ich habe das jetzt schon mal auf leer Ostfriesland eingebaut. Das ist wundervoll. Ja, so, damit haben wir den ersten Schritt gemeistert, ohne dass wir jetzt, ich denke, zu sehr in die Struktur hineingehen, weil dafür reichen 45 Minuten nicht aus. Nein, niemals. Ne? Würde ich sagen, lasst uns doch mal mit dem Anlernen von einem ersten Gerät mal beginnen. Genau. Ja? Da haben wir nämlich auch gleich dann den ersten Unterschied zum Access Point. Ja, ja, den wollen sofort, wir jetzt erzählen. Genau. Holger macht den Bediener der Zentrale. Ich werde in der Zeit immer ein bisschen sabbeln. Übrigens, hier kam eine Frage gerade. Wie kann man eine CCU softwaretechnisch runterfahren in der Systemsteuerung? In der Systemsteuerung. Unter zentralen Wartung und dann herunterfahren. Genau. So, wir klicken oben auf. Geräte anlernen. Da haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir können dort noch Homatic-Geräte anlernen, wenn man noch welche hat und irgendwo erwirbt. Ist natürlich noch möglich, die dort weiterhin anzulernen. Und wir können Homatic-IP-Geräte anlernen. Ja. Hier gibt es das erste Mal die Möglichkeit, etwas zu tun, was an der Cloud nicht geht. An der Cloud benötige ich immer Internet. Ohne Internet keine Komponenten anlernen. Wenn ich es an der CCU machen möchte, kann ich auch anlernen ohne Internet machen und dazu dann den Key
und die SG-Tin vom Aufkleber aus der Benito-Salat, liegt der ja drin. Ja, ja, oh, ja, dieser hier, ne? Genau. Das ist dieser kleine Aufkleber, ich gerade ihn mal in die Hand, in die Kamera hier sozusagen, genau, der liegt jedem Produkt bei und damit kann ich ein Produkt an der CCU auch ohne Internet anlernen. Jetzt muss man dazu sagen, der Key ist 25-stellig und der SG-Tin ist 4, 8, 12, 16, 20, 24-stellig. Ja, das macht schon Spaß. Das macht richtig Laune, ne? Ja, ich pro Gerät. Ja, und irgendwann hat man auch mal rausgefunden, dass es keine O's gibt, sondern dass es Nullen sind. Ja. Ja. Und wie leicht man sich vertippen kann. Ja, kenne ich auch. Lass ich auch uns schon, das über die linke lass Seite Lass uns das machen. Über die linke ja? Seite. Ich klicke hier mal auf Homatic-IP-Gerät an. Genau. Ja. So. Wir nehmen jetzt als Beispiel unsere Schaltsteckdose. Ich nehme die nochmal hier kurz raus. Genau, wir nehmen die nochmal raus und in die Hand. Was muss man nämlich tun, um ein Produkt anzulernen? Der einfachste Weg, den ich auch immer empfehle, Spannungsversorgung herstellen. Man kann auch die Taste drücken im Nachgang, aber ich mag es immer sehr gerne, Spannungsversorgung herstellen. Ja. Also einfach das Produkt in die Steckdose stecken. Wichtig, Holger muss dazu den Counter angeschaltet Hab ich schon haben. Gemacht. Hast du gemacht. Ich drücke das Produkt in die Steckdose. An der CCU brauchen wir jetzt nichts weiteres tun. Am Access Point, wer das letzte Seminar besucht hat, mussten wir jetzt ja die letzten vier Stellen der SG-Tin eingeben. Das gibt es hier nicht. Also hier wird einfach das Gerät automatisch gefunden. Und da wir Internet haben, erfolgt jetzt auch die Abfrage des Schlüssels von unserem Server vollautomatisch. Also von eurem Server ja. Vollautomatisch. Und wir brauchen diese Daten nicht alle händisch komplett eingeben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das Produkt erstmal zu beschriften. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig. Da müsst ihr wirklich jetzt aufpassen. Ja? Genau. Weil wir sind heute ja wieder in einem Grundlagenseminar. Genau, dann gehen wir da mal Schritt für Schritt durch. Würde ich genau, sagen. Jetzt übergebe ich das Wort an dich, Holger. Du bist der Master auf Laptop und ich... Der Master auf Laptop. Der Master auf Laptop. Also, bei der Beschriftung im Posteingang ist wirklich einiges zu beachten. Den häufigsten Fehler, den wir sehen, Thorsten wie auch ich, ist, dass hier hinten einfach stumpf auf Fertig geklickt wird. Ja, oder vorne noch beschriftet und dann auf Fertig. Genau, geklickt. Oder hier beschriftet und dann auf Fertig. Auch richtig. Gerne echt genommen. Ein Problem, wenn ihr nur 2, 3 Geräte angelernt habt, geht das alles. Aber wenn ihr dann irgendwann in Richtung 10, 20, 30 Geräte kommt, ist das eine Katastrophe, die Geräte wiederzufinden. Bitte macht Folgendes. Klappt die Geräte zunächst einmal vorne über das Pluszeichen auf. Denn jedes Gerät hat eine Geräteebene, das ist ganz oben, und darunter eine Kanalebene. Und in dieser Kanalebene sind alle Einzelkanäle einer Steckdose festgehalten. Ich würde sagen, Thorsten, lass uns das mal bitte mit einem anderen Gerät zeigen, mit dem Sechsfachtaster. Ist nämlich ein bisschen einfacher zu beschreiben. Ja? Wir lernen noch mal ein zweites Gerät zwischendurch mit an. Ist ja nicht dramatisch. Nö. So, und dann, weil da ist es etwas verständlicher beim Sechsfachtaster. Genau. Also ihr könnt grundsätzlich erstmal, das mache ich auch ganz gerne, wenn ihr hinter die SG-Tins kennt und ihr, die kennt ihr ja von euren Produkten und ihr wisst, wo ihr sie habt und ihr habt das vielleicht oft schon auf der schönen Vorlage, die ja, es sogar ja. gibt, nämlich diese ganzen QR-Codes erstmal aufgeklebt, euch beschriftet, das ist mein Heizungsregler im Wohnzimmer, das ist mein Heizungsregler im Bad und so weiter und so fort und habt euch für einzelne Gewerke Folien angelegt. Könnt ihr nämlich hinterher sagen, ich schmeiße mir die alle erstmal im Posteingang genau. und arbeite das dann sukzessive ab. So, jetzt ist nämlich ein bisschen schöner zu erklären. Wir haben auch beim Sechsfach-Wandtaster eine Geräteebene ganz oben genau. und darunter die Kanalebene. Und jede einzelne Taste ist ein individueller Kanal. Das heißt für euch, wenn ihr irgendwann mal diese, genau diese Taste 5 jetzt in diesem Fall, mal mit einem Aktor verbinden wollt, mit einer Steckdose, dann hättet ihr in der CCU nach diesem Namen hier zu suchen. Und das ist eine Katastrophe, kann ich euch sagen. Findet ja. ihr nie wieder. Ihr sucht nämlich nicht nach dem Gerät, ihr sucht nach den Kanälen des ja. Gerätes. Ja. Deswegen, unser Tipp, auf der oberen Ebene nennt ihr das Gerät zum Beispiel Wandtaster. Kopiert euch diesen Namen in die Zwischenablage. Ja? Command-C bei macOS, Steuerung C dann natürlich bei Windows, fügt ihn in den ersten Kanal ein und ergänzt es einfach nur mit Doppelpunkt 1. Dann weiß ich ganz genau, das ist der erste Kanal, der erste Taster meines Wandtasters. Und danach suche ich später, wenn ich diese Taste benötige. Das ziehen wir konsequenterweise für Kanal 2, 3, 4 und 5 so weiter.
Oh, jetzt habe ich schon einmal in die Zwischenablage den falschen kopiert. So, und Nummer 6. Gerät beschriften, Kanäle beschriften. So, jetzt genau. Folgt aber noch etwas. Gewerks- und Raumzuweisungen solltet ihr immer im Posteingang durchführen oder zuweisen. Denn wenn ihr irgendwann jetzt auf die Idee kommt, ich habe die CCU eingerichtet und jetzt verbinde ich mal eine hübsche App mit der CCU, ja, irgendeine, völlig egal, dann wird diese App alle Geräte abrufen und einem Raum und einem Gewerk zuordnen. Und wenn ihr die hier nicht getroffen habt, dann kriegt ihr am Ende einen Riesenraum, der nennt sich ohne Raum und da sind alle Geräte, ja, drin. Und ein Gewerk, das nennt sich ohne Gewerk und da sind alle Geräte drin. Macht das also bitte hier direkt. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, mein Taster gehört zum Gewerk Taster. Muss nicht so sein, das kann ich mir selber aussuchen. Funktionell hat das gar keine Bedeutung. Ne? Also damit lege ich noch keine Funktionen fest. Ich schaffe mir eigentlich nur eine Filterung, dass ich später filtern kann nach Kanälen, die alle zum Beispiel im Wohnzimmer zu finden sind. So, das ist aufwendig, wie ihr seht. Viel aufwendiger als beim Access Point, ja, aber dafür habe ich hier auch eben jeden Einzelkanal zur Verfügung. Genau. Erst wenn ihr das Gerät beschriftet habt, die Kanäle beschriftet habt, die Gewerke und die Räume zugewiesen habt, dann bitte auf Fertig klicken. Und jetzt machen wir das gleiche Spielchen nochmal für die Steckdose. Genau, wenn Holger das macht, erzähle, ja, ich euch bitte noch so ein bisschen was zu erklär einigen. Erklär mal bitte, warum die einigen, Steckdose so viele richtig, Kanäle hat. Einigen Besonderheiten. Ja. Also, die Steckdose hat nicht nur einen Realkanal, sondern auch sogenannte virtuelle Kanäle. Wenn euch das Thema virtuelle Kanäle interessiert und etwas genauer interessiert und ihr bei Einsteiger einfach nur nochmal schaut, okay, was habe ich vielleicht noch nicht gewusst, was interessiert mich noch, schaut das ABC der Aktorkanäle, ein sehr interessantes Seminar, wo Holger und ich einmal erzählen, warum gibt es einen A- und einen B- und einen C-Kanal. Damit kann man Möglichkeiten schaffen, das Gerät noch individueller zu nutzen. Das ist dort. Wir haben einen Kanal 0, den sogenannten Service-Kanal, den das Produkt hat. Und wir haben einen Wochenprofil-Kanal, den das Produkt auch hat. Also all diese Kanäle sind beim Gerät vorhanden und müssen beschriftet werden. Sind eigentlich die Einzelfunktionen der Steckdose, genau, die zusammengefasst das Gerät ergeben, wenn man so richtig möchte. Ne? Richtig. Ein Kanal ist die Taste am Gerät, ein Kanal die Zeitschaltuhr, ein Kanal der Ausgang, ein, genau, Kanal die Messfunktion. Jeder Kanal hat eine Bedeutung. Absolut. So, wenn man ein bisschen fit ist und das schon 8 Millionen Mal gemacht hat, dann, geht das, auch, Signale, ne, dann kann man, geht das auch ratzifatz. So, und nach dem Anlernen solltet ihr immer als erstes, vor allen Dingen bei Geräten, die ihr nicht kennt, einmal auf Status und Bedienung gehen. Richtig. Ja. Und was ich euch auch empfehlen würde, regelmäßig euch einfach mal abmelden an, ja, der Zentrale, weil in dem Moment wird die Sitzung sauber weggeschrieben. Es ist ein Unterschied. Es ist ein browserbasierendes System. Ob ihr in, ich glaube, es ist ein Cache, der da läuft, ja, ob ihr darin arbeitet, oder ob das sauber ins Betriebssystem weggeschrieben worden ist. Ich habe schon gehabt, ich habe in der CCU angelernt und angelernt und angelernt. Und irgendwann war ich auf der Baustelle, habe ich jemandem geholfen. Da meinte doch jemand, die Stecker zu, den Stecker, ja, zu ziehen. Das war eine total tolle, kenn ich, Idee. Kenn ich. Kennst, ja, du? Ja, kenn ich. Und dann fangt ihr an und dann habt ihr nämlich ein Problem. Dann sind die Geräte, denkt nämlich, sie sind angelernt und sie sind dann nicht mehr angelernt. Dann kannst du nämlich die Geräte erstmal werksresetten, ja, um dann die Geräte wieder anlernen zu können, ja, und alles nochmal. Richtiger Spaß, ne? Richtiger Spaß. Also deswegen aber mal auf Abmelden drücken, dann wird die Sitzung geschlossen, weggeschrieben und das ist uns, okay, wichtig. Und was am Ende wichtig ist, wenn ich noch kurz was sagen, ja, darf, gerne, immer, ja, ein Backup erstellen. Ne? Ich, ja, habe so einen Spruch, und bei dem haben wir in der Technik, kein Backup, kein Mitleid. Also das heißt, es ist so, weil wir können daran nichts ändern. Der Kunde muss sich ein Backup erstellen. Wir können von der Support kein Backup herhexen. Wenn kein Backup gemacht wird, hat man kein Backup gemacht. Ja. Hast, ja, du kein Backup, hast du kein Backup. Ist so, ja. Gut. Also die ersten drei Geräte, die würde ich heute im Grundlagenseminar mal überspringen, oder? Ja. Ja, das sind so systeminterne Geräte. Wenn können wir nachher noch drüber reden, wenn wir flott durchkommen zu benötigt, sollen, dann haben wir da auch bestimmt mal in irgendeinem Seminar zu gesprochen. Richtig. Aber was wir angelernt haben, ist einmal ja der Wandtaster. Genau. Mit seinen 6 Kanälen. Und da meldet mir die Zentrale auch, dieser Kanal hat hier keine Funktion. Warum hat er hier keine Funktion? Weil ich im Bereich Status und Bedienung bin. Ich kann diesen Taster nicht bedienen über die Oberfläche. Das ist übrigens, ja, anders. Vielleicht haben wir auch jemanden, der sehr sagt, ich schaue mir Homatik-IP-Grundlagen an und kenne mich schon mit, ja, Homatik-Grundlagen aus. Da war das anders. Ja, bei Homatik konnte man virtuell
die Taste drücken. Das also quasi, als würde man über eine Fernbedienung eine Fernbedienung drücken. Ja. Und das geht hier nicht. So, und bei der Steckdose, da ist natürlich schon einiges machbar. So. Ja, was Status auslesen und bedienen. Steckt unseren Verbraucher auch genau, das lief von dir. Status auslesen und bedienen angeht. Wir haben nämlich einmal den Kanal 3. Und damit wisst ihr jetzt schon mal, aha, Kanal 3 einer Steckdose ist der Ausgang. Genau. Schalten wir den mal ein. So, dann geht hier unser Lichtlein an und ich schalte mal wieder aus und dann geht das Lichtlein wieder aus. Das ist der Ausgang der Steckdose. Dann haben wir den Messwertkanal. Kanal Nummer 6 ist das übrigens immer bei einer Schaltsteckdose mit Messfunktion. Ja. Wir haben hier eine Spannung anliegen von 228 Volt, wir haben 0 mA Stromaufnahme, Leistung 0 Watt, Netzfrequenz 50 Hertz. Das ist so wenig, das liegt einfach unterhalb der Messgrenze. Ja. Ne? Dann haben wir natürlich auch die Verbräuche. Heute, gestern, 7 Tage, 30 Tage zurücklegen und und. Und wir haben einen Kanal 8 für die Zeitschaltuhr dieser Steckdose, wo man also festlegen kann, dass zu bestimmten Uhrzeiten die Steckdose ein- und ausgeschaltet wird. Das sind erstmal die grundsätzlichen Kanäle, die für uns in Frage kommen, wenn wir Anfänger mit der CCU sind, würde ich sagen. Ja? Ja. Alle anderen Kanäle dann im ABC der Aktorkanäle. Genau. Richtig. Was können wir denn jetzt uns mal anschauen? Interessant ist, dass diese Steckdose im Bereich Programme und Verknüpfungen, Direktverknüpfungen, bereits eine Verknüpfung mitbringt. Ja. Witzig, ne? Eigentlich ist das eine ganz frische CCU. Wir haben nur ein Gerät angelernt und trotzdem ist hier bereits eine Direktverknüpfung am Start. Ja, wofür ist sie denn gedacht? Die Verknüpfung ist sehr häufig dafür gedacht, um sie bei kleinen Kindern sofort zu löschen. Ja. Ne? Also löschen geht ja nicht, du kannst sie aber auf eine bestimmte Funktion setzen. Ja, genau, setzen, ne? Hier ist nämlich Folgendes der Fall. Wir haben ja so eine kleine Taste an der Steckdose und wenn ich die betätige, kann ich über die Taste auch den Verbraucher ein- und ausschalten. Genau. Das ist genau dieses Verhalten, was darin festgehalten wird. Genau. Steckdose mit Kanal Nummer 1, das ist eben die Taste am Gerät, schaltet den Empfänger Steckdose 3. Das ist der Ausgang des Gerätes, haben wir vorhin festgestellt. Und jetzt habt ihr als Beispiel mal ein kleines Kind und wollt damit den Strom, zum Beispiel bei mir, ich gebe das hier, ich erzähle es über meinen Anwendungsfall, mein Sohn hat das vom Fernseher halt eben und ich kann halt eben sagen, okay, 22 Uhr ist Ende, Schlafenszeit, du gehst ins Bett. Mein Sohn ist ja nicht doof, ne? Papa, ich gehe mal zum Taster und drück da drauf, ne? Gucken wir mal, ob wir das nicht ändern können. Genau. Ne? Wir bearbeiten diese Verknüpfung. Und jetzt wird wirklich, ich sage es echt so, wie es ist, ein ziemlich hässliches Verknüpfungsprofil sichtbar. Ja. Da kann man ganz, ganz viel verändern, aber man kann auch ganz, ganz viel falsch eben machen. Ja. Ich versuche euch das mal so einfach wie möglich zu erklären. Ihr habt immer auf der linken Seite den Sender, nennt es gerne auch Auslöser. Und das ist der Knopf, der gedrückt wird. Steckdose Doppelpunkt 1. Und der ist verknüpft mit dem Empfänger Steckdose 3, also dem Ausgang des Gerätes. Und das Verhalten zwischen diesen beiden Kanälen ist Ein- und Ausschalten im Wechsel. Und Thorsten darf das gerne nochmal simulieren für euch. Ja, jetzt geht das Licht gleich aus und wenn du nochmal drauf drückst, wieder an. Ist ein bisschen träger, die Leuchte. Ja, ist so ein LED-Licht mit Kapazitäten, aber man kann das erkennen. Wir könnten in dieser Liste aber auch sagen, ich möchte, dass diese Taste nur einschaltet. Oder auch nur ausschaltet. Ja, das nur aus gibt wäre es dann auch. Ja die schlaue Variante. Nur ausschalten zum Beispiel. Ja, genau. Das wäre bei deinen Kindern dann wahrscheinlich die schlauste Variante. Genau. Ne? Ich will es trotzdem einmal zeigen. Ich stelle mal auch Schalter ein, übernehmen. So, und jetzt ist an. Und Thorsten kann auch, wenn er noch so oft drauf drückt, nicht ausschalten. Keine Chance. Genau. Ja? Bleibt an. Das ist die interne Verknüpfung, die wir hier konfigurieren können. So, was jetzt noch wichtig ist. Es gibt einmal Einschaltverzögerung, Einschaltdauer, Ausschaltverzögerung und Ausschaltdauer für den kurzen Tastendruck. Das ist nämlich dieses obere Päckchen, was ist, wenn ich kurz die Taste drücke. Ja. Und es gibt gleiche Einstellungen nochmal für den langen Tastendruck. Ganz simpel mal zusammengefasst. Natürlich könnt ihr da ganz verrückte Dinge mit anstellen. Ich könnte zum Beispiel mal sagen, Einschaltverzögerung machen wir mal 2 Sekunden, Thorsten. Ja. So, also 2 Sekunden. Einschaltdauer, 2 Sekunden. 2 Sekunden, ja.
Ausschaltdauer 2 Sekunden. So, was passiert jetzt? Erstmal noch nicht viel, dann muss es übernehmen drücken. So, übernehmen. Also, wenn Thorsten drauf drückt, warte mal, ja, wir müssten die eigentlich ja erstmal einmal ausschalten, ne? Ich schalte mal eben kurz aus, oder? Hast du? Ah, gut, okay, gut. Aus ist aus. Okay. Ja, jetzt geht es aber schon wieder automatisch an, ne? Ja, klick aus. Und wieder aus. Und wieder an. An. Und wieder aus. Ja? Also, solche Scherze kann man da natürlich auch dann mit realisieren. Ja. So, ich setze das Profil mal wieder zurück auf den Standard. Nicht aktiv und nicht aktiv. Und Thorsten, jetzt eine Quizfrage an dich. Belastet das den Duty Cycle? Das belastet den Duty Cycle. Ja, nein. Ja oder nein? Fragen wir mal in die Runde. Ich glaube, weil es so schnell ist, nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht sein. Und weißt du warum? Weißt du warum? Das ist nämlich ganz simpel, das belastet tatsächlich nicht den Duty Cycle, weil wir unter Einstellung Geräte in der Steckdose, vielleicht kanntest du den Parameter noch nicht, eine Eventverzögerung, ja, genau, und einen Zufallsanteil. Ja, genau. Die Steckdose wartet mindestens 3 Sekunden ab, genau, höchstens 4 Sekunden ab. Ja, das ist 3 plus Zufallsanteil. Genau. Bis sie ihren Status zurückmeldet. Und dementsprechend würde jetzt auch gar nichts mit dem Duty Cycle passieren. Genau. Ja. Kurzer Exkurs dazu, weil wir müssen ein bisschen auf die Uhr achten. Ja. Wir haben jetzt eben gesehen, dass Holger direkte Verknüpfungen bearbeitet. Wir werden euch auch noch eine direkte Verknüpfung fürs Licht erstellen. Ja, machen wir, lass uns doch direkt die machen. Aber was ich vorher noch ganz kurz erklären möchte, ist nämlich, wo du eben hingesprungen bist. Wir unterscheiden beim Produkt unter Verknüpfung und es gibt auch Geräteparameter. Und zwar die Geräteparameter findet ihr unter Einstellungen. Ja, ich habe hier einmal, ich habe hier einmal Status und Bedienung Geräte. Richtig. Da kann ich nichts ändern. Ich kann das Gerät nur bedienen und auslesen. Richtig. Und es gibt hier hinten nochmal Einstellungen Geräte. Und jetzt bist du wieder. Und da haben wir dann unsere Geräteparameter an sich und können dort auch, bevor wir jetzt eine direkte Verknüpfung machen, gehen wir da gerne mal rein. Gerne. Viele Dinge erstellen. Auch das würde ein Grundlagenseminar sprengen, was man dort alles einstellen kann. Aber ihr seht schon, man kann sehr viel. Dieser Parameter ist gut. Der ist wichtig. Was haben wir da genau? Aktion bei Spannungszufuhr. Erzählen wir mal kurz nur was zu dem Parameter. Mach mal, ich lese eben eine Frage. Aktion bei Spannungszufuhr bedeutet, wenn wir jetzt, ich hatte ja vorhin darüber gesprochen, dass ich meinen Kühlschrank überwache und meine Geschirrspülmaschine und auch viele andere schöne Dinge. Wenn ich das mache, ist es natürlich extrem schlecht, wenn mein Strom aus irgendwelchen Gründen kurz ausfallen sollte. Vielleicht hat der Netzbetreiber einfach mal Lust, kurz den Strom abzuschalten. Null Lust, ja. Das kommt mir auch gerne mal vor. Kommt mal, wo man wohnt, da was passiert wohl mal. Und wenn die dann wieder hochfährt, würde sie aus sein. Im Normalfall ist das vom Gesetzgeber so vorgegeben, ein Gerät startet immer aus. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr hier Aktion bei Spannungszufuhr aus auf ein ändern. Das kann Holger gerne mal machen, auch exemplarisch. Das zeige ich euch dann das auch gerne mal, bevor wir, nachdem wir hier fertig sind. So, ich mache mal übernehmen. Und du machst mal übernehmen. Du trennst sie von der Spannungsversorgung. Ich trenne das Produkt von der Spannungsversorgung. So, gucken wir mal. Licht ist aus. Licht ja, ist warte aus. Mal kurz. Vielleicht kann Antrin sogar mal kurz den großen Bildschirm freischalten. Ja, super. Ich stecke das Produkt wieder ein. Es dauert ein kleines Momentchen. Ja, und? Tock. Zack, da geht's wieder an. Warum eigentlich nur noch eine? Achso, nee, die braucht das ist immer die braucht immer. Die startet mit dem Hauptding und fährt dann die anderen hoch. Genau. Sehr schön. Das sieht übrigens schön aus. Das ist hübsch. Ne? Nehme ich gleich mit. Nein. So, okay. Eine Frage, die noch gekommen ist, die ja ich gerne noch beantworten würde. Sascha hat gefragt, und zwar in Direktverknüpfungen. Warum gibt es dort eigentlich einen Button übernehmen und warum gibt es einen Button okay? Ganz simpel. Wenn ihr einen Parameter verändert, wie zum Beispiel die Einschaltdauer, und auf Übernehmen klickt, dann werden die Daten an die Steckdose übertragen in diesem Fall. Genau. Und ich bleibe in dieser Maske. Ich kann also nochmal eine andere Veränderung machen. Weiter spielen sozusagen. Genau. Wenn, ihr was wenn ich wollt. Aber, ich gehe nochmal jetzt hier auf Einschaltdauer und endlich, und auf OK klicke, werden die Daten ebenso übertragen an aber die Steckdose. Aber ich lande wieder in der Liste der Direktverknüpfung. Das ist der einzige Unterschied. Der ist nicht weiter wild, ja? Genau. Okay. Schließen wir noch kurz die Geräteübersicht, die Geräteeinstellung ab, ja, da, bevor wir dann zum nächsten Bereich Direktverknüpfung kommen. Sollen wir mal in den Taster reingehen? Nee, ich würde gerne das Zeitprofil zeigen. Ach so, ja. Genau. Also, indem Holger jetzt ganz nach unten geht, finden wir nämlich das,
was man da vielleicht erstmal gar nicht so vermutet, nämlich das Zeitprofil ist ein Geräteparameter. Warum ist das so? Das eigentliche Zeitprofil liegt nicht in der CSU, liegt auch nicht, wird auch nicht von der CSU sozusagen an alle Geräte global geschrieben, sondern jedes Gerät selber hat ein Zeitprofil. Das lege ich auch deswegen in den Geräteparametern an, hier in diesem Fall ganz unten im untersten Kanal, welchen wir haben. Indem Holger jetzt auf Wochenprofil aktiv klickt, kann er dann ein Profil anlegen. Er kann jetzt sagen, ich möchte eine Einschaltdauer, eine Ausschaltdauer, ich möchte eine Einschaltzeit, eine Ausschaltzeit. Guck mal, wie spät haben wir es denn jetzt? Wir haben es jetzt 20.04 Uhr, ne? 20.04 Uhr. Guck mal, wir schalten mal hier aus. Ist jetzt aus oder ist nicht aus? Ach, ich hätte wahrscheinlich auch dann eben wieder hier die Profileinstellung ändern müssen. Ja, ich glaube wohl. Ah, gut, okay. Dann machen wir einfach mal Folgendes. Ich schalte einfach mal aus um 20.05 Uhr. Schaffen wir das? Machen wir 20.06. Schaltzustand aus an allen Wochentagen. Und dann machen wir um 20.08 Uhr schalten wir wieder ein. Was hältst du davon? Ja? Das ist super. Und ein mit unendlicher Einschaltdauer. Genau. Übernehmen. Hier könnte man es auch Astrofunktion benutzen. Bei Rollern wird es genauso geben. Da gibt ihr noch die Behanghöhe bei dem man sagt ihr noch den Dimmwert. Es ist ja alles möglich im untersten Kanal, also im Wochenprofilkanal. Holger hat es jetzt mal programmiert. Das warten wir jetzt einfach mal ab. Ja, wir warten nicht ab, wir reden weiter. Derzeit werden wir mal in die Direktverknüpfung mit euch machen. Genau. Wir waren ja schon im Bereich Direktverknüpfung. Und wenn wir dort jetzt auf neue Verknüpfung klicken, können wir eine Verknüpfung anlegen. Wenn wir nicht wissen, wie wir verknüpfen müssen, also welchen der 45.000 Millionen Kanäle muss ich denn jetzt nehmen, dann nehme ich den Kanal, von dem ich es weiß. In dem Fall möchte ich jetzt gerne mal einfach mal diese Taste hier oben und damit was auch der Einfachheit halber, machen wir auch nur diese Taste. Oben rechts? Gerne getoggelt. Oben rechts getoggelt die Steckdose. Wir suchen Holger also drüber gefahren. Und jetzt seht ihr übrigens, warum das Beschriften so wahnsinnig wichtig ist. Genau. Ne? Hier steht nämlich jetzt Wandtaster Doppelpunkt 2. Das ist der Kanalname. Kanal 2, genau. Auswahl. Der und soll verknüpft werden. Jetzt kommt das, was ich eben sagte. Ah, okay. Ich habe nur noch ein. Oh, es ist übrigens, hier hat gerade geklackt. Ja. Das ist ausgegangen, nehme ich jetzt mal an. Ja, ja, wir sind bei aus, genau. Es wird nur noch die Steckdose über. Es würden jetzt auch andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wenn wir die denn hätten, sozusagen. Ja. Aber immer nur der passende Verknüpfungspartner, also ein passender Verknüpfungspartner zu Kanal Nummer 2. Und das ist jetzt hier ein Aktor, nämlich die Steckdose mit dem Ausgangskanal. Damit gehen wir auf Auswahl. Da kommt eine Übersicht nochmal. Dann gehen wir auf Erstellen. Und oder Erstellen und Bearbeiten. Ich empfehle in der Regel eher auf Erstellen und Bearbeiten. Das ist Geschmackssache, ja. Genau. Ich bin niemand, der sagt, klatsch das erstmal rein, gucke ich mir hinterher an. Holger sagt, ich möchte sofort mir das angucken. Ja. Könnt ihr beides tun? Auch da, warum gibt es diese beiden Sachen? Erstellen und Bearbeiten ist das, was sonst übernehmen ist, theoretisch. Ja. Ne? Ja. Also ja. Machen und reingucken und Erstellen ist okay. Ja. Machen wir Erstellen und Bearbeiten. Ja. Ja, ist eigentlich meine bevorzugte Lösung. Config-Daten zu nicht netzversorgten Geräten werden nur dann übertragen, wenn man die Taste drückt. Das heißt, ich muss einmal die kleine Taste am Gerät betätigen. Hast du gemacht? Holger kann prüfen. Erneut prüfen. Jetzt sind hat er übernommen. Wunderbar. Ja. Und jetzt ist die Verknüpfung auch schon drin. Bedeutet, wir warte warten. Mal. Ihr seht erstmal grundsätzlich, bevor du die Taste drückst, ja, dass das Verknüpfungsprofil wieder genauso aussieht wie vorher. Die interne Taste an der Steckdose. Genau. Wieder haben wir eine linke Seite, wo der Sender steht. Diesmal ist es eben ein Wandtaster. Wir haben eine rechte Seite, wo der Empfänger steht. Steckdose, Ausgangskanal. Und das Profil zwischen diesen beiden Geräten, aber nur zwischen diesen beiden, ist ein und aus und Wechsel. Und jetzt, Thorsten, da hast du gerne. Ja, wir müssen noch kurz warten. Wir wollen hier gleich das Einschalten. Ach, das Einschalten. Deswegen sammeln wir einfach noch ein bisschen. In einer Minute geht's los. In einer Minute ist es. Was, wenn ihr jetzt aber es so haben möchtet, dass hier zum Beispiel ein und da aus ist, macht ihr also Folgendes. Ihr sagt, auf dieser Taste liegt ein Profil. Und auf dieser Taste liegt ein Ausprofil. Ja. Also ihr macht jetzt das selbe, was wir noch eben schon mal gemacht haben. Wir lernen einfach nochmal an und... Nee, nicht an, wir erstellen eine weitere Direktverknüpfung. Entschuldigung, wir erstellen eine weitere Direktverknüpfung. Diesmal wieder mit Kanal 1. Aber brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht zeigen, oder? Nein. Wir können jetzt... Drückst du mal die Taste um? Licht ist übrigens wieder angegangen durch Zeit. Angegangen durch Zeit, genau das wollten wir durch Reden überbrücken. Und ich kann jetzt hier auch an... und ausschalten. Muss, glaube ich, ein bisschen Zeit vergehen lassen, weil die braucht so einen kleinen Moment durch die Kapazitäten.
bis sie ausgeht und angeht, die Leuchte. Genau. Also nicht die Steckdose, nicht, dass ihr es falsch versteht. Hier, diese Leuchte, die hat irgendwelche Kapazitäten drin und leuchtet ein bisschen nach und braucht auch ein bisschen wieder zum Einschalten. Sehr schön. Klasse. Jetzt möchte ich gerne mit euch mich ganz kurz in den Bereich Heizung bewegen. Genau, das schieben wir ein bisschen weg. Dazu habe ich mitgebracht ein ETL-V2 Heizungsregler. Holger war sehr kreativ. Ich möchte seine künstlerische Ader jetzt zeigen. Das ist der Happy-Fenster-Kontakt, den wir jetzt hier ganz... Aber nicht, dass irgendjemand meckert, ne? Holger, oder er war ein Thermostat. Die drei Produkte wollen wir miteinander verheiraten. Und wer vorne im Seminar bei der Cloud dabei war, der hat ja gesehen, oh, schmeißen alles neu in einen Raum, alles läuft. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, so ganz einfach wird es nicht. Komm, aber ich klicke schon mal auf Anlernen, ja? Genau. Wir gehen auf Anlernen. Ich drücke immer jetzt mal sehr flott alle drei Produkte. Die tauchen dann gleich im Posteingang auf. Gleich im Posteingang auf. So ist es. Und wir warten kurz und wir warten kurz. Guck mal, der Roland, der empfiehlt schon Dinge wie hier IO-Broker und Home Assistant. Oh yes, ist jetzt bei. Roland, da sind wir aber weit weg vom Einstiegsseminar. Ne? Genau. Aber ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Du gehörst ja mal zum harten Kern, Roland. Drei sind da. Ja, schön, schön. Danke auch, dass du hier im Chat so aktiv bist. So, Posteingang, da sind sie, die drei. So, jetzt können wir natürlich das tun, weil wir das, für das, was wir gleich machen wollen, können wir das ruhig tun. Wir machen das, was man eigentlich auf keinen Fall tut, aber in Anbetracht nein, der Zeit. Nein. Holger, willst du beschriften? Nee, das meine ich nicht. Nee. Dann rede ich einfach. Ich rede, du tippst. Gut, was wir jetzt nämlich machen wollen, ist Verknüpfungen zu schreiben. Und dazu muss man wissen, dass wenn man das eigentlich händisch machen würde, man sehr viel zu verknüpfen hätte. Man muss nämlich, und nur das ist bei meiner kleinen Dreierkonstellation so, den Fensterkontakt mit dem Heizungsregler verknüpfen. Den Fensterkontakt mit dem Wandthermostat verknüpfen. Den Wandthermostat mit dem Heizungsregler verknüpfen und den Heizungsregler mit dem Wandthermostat verknüpfen, weil die melden das in zwei Richtungen. Also ihr merkt... Und du hast noch eine vergessen. Ich habe noch eine vergessen. Es sind fünf. Habe ich vergessen? Es sind fünf Verknüpfungen. Fünf Verknüpfungen muss man sehen. Nämlich gleich schreiben. Ich zeige es euch und gleich, warum es fünf sind. Dazu wurde aber, Gott sei Dank, vor vielen, vielen Firmware-Versionen eine Möglichkeit geschaffen, das zu vereinfachen. Weil man total leicht eine Verknüpfung vergessen hat. Dafür gibt es jetzt ein Tool, das nennt sich Einstellungen Gruppen. Und dabei kann man dann automatisch Dankeschön, die Gruppen erstellen. Wichtig dabei ist, die Produkte müssen jungfräulich sein. Es dürfen keine Verknüpfungen erstellt sein. Die Produkte dürfen nicht mit irgendwas verheiratet sein. Man darf nicht selber rumgespielt haben. Man muss damit starten. Wenn ihr das habt, auch kein Problem. Geht in direkte Verknüpfung, löscht die Verknüpfung der Produkte und fangt an. Ach, guck mal, Holger kann echt flott hitten. Das muss ich schon sagen. Ja, mittlerweile habe ich das drauf. Und wenn ich meinen Mac habe, dann geht es sowieso noch viel schneller. Dann geht das, ne? Ihr macht es fast von selbst. Also Holger hat alles für euch beschriftet. Alle Geräte sind drin. Sehen wir unter Status und Bedienung. Guck mal, da zum Beispiel den Fensterkontakt. Können wir uns mal angucken. Ne? Fenster geschlossen. Fenster offen. Magst du einmal wieder in die CCU-Ansicht? Danke dir. Fenster offen. Und dann sehen wir auch, wie das Fenster auf ist. Genau. Aber was eben nicht passiert, und ich gehe jetzt mal auf die Heizung hier. Ich habe 29 Grad. Du hast 29 Grad eingestellt, wird jetzt auch hier gleich angezeigt. 29 Zack, Grad. Und jetzt mach mal, lass mal bitte. Weil ich will ihm zeigen, was passiert, wenn ich jetzt das Fenster öffne. Ja, nicht, ne? Nee, eben, wir wissen das ja. Wir wissen das ja. Fenster auf. Ja, der registriert das, aber das Heizkörperthermostat juckt das überhaupt nicht. Ich kann auch zum Beispiel hier die Temperatur jetzt mal runterdrehen. Drehen wir mal hier, mir ist es hier viel zu warm. 5 Grad. Aber tut sich hier trotzdem nichts, ne? Überhaupt nichts, weil die nicht miteinander verknüpft sind. Und jetzt kommt die besagte Gruppenfunktion. Genau. Macht das hier in der Heizungssteuerung nicht über einzelne Direktverknüpfungen. Ist die Hölle, ja wirklich. Man weiß nicht, wie viele man erstellen muss. Macht das über Einstellungen, Gruppen. Dort könnt ihr, also Einstellungen, ganz langsam nochmal, Gruppen. Ja. Hier könnt ihr mit neu für jeweils einen Raum, sage ich immer gerne, eine einzelne Gruppe erstellen. Zum Beispiel wollen wir jetzt im Raum Wohnen eine Heizgruppe anlegen. Genau. Dann bitte darauf achten, ob ihr Homatic oder Homatic IP-Geräte habt.
Genau. Wir haben hier jetzt Homatic IP-Geräte, die wir gruppieren wollen. Genau. Die Frage kam nämlich auch im Chat, kann ich noch die klassischen Homatic-Geräte anlernen? Geht, natürlich. Bei der CCU ja, aber keine Gruppe in Kombination mit Homatic IP-Geräten. Genau. Homatic untereinander und Homatic IP untereinander. Wenn ihr übergreifend kombinieren wollt, muss es ein zentrales Programm sein. Genau. Und jetzt werden mir hier die ganzen Geräte angezeigt. Ich wähle aus. Mein Heizkörperthermostat. Jetzt kommt als erste Frage, warum ist denn eine Wandtaster da, Holger? Als Eco-Taster hinzufügbar. Genau. Und da ist es, stopp, das ist sehr schön zu zeigen jetzt. Jetzt kommt nämlich das zum Tragen, was ich euch vorhin erklärt habe. Es dürfen keine, kannst du mal beim Wandtaster die Kanäle zeigen, es dürfen keine Direktverknüpfungen sein. Ja. Wir erinnern uns an, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, der Wandtaster, oben rechte Taste, Kanal 2, ist ja mit Licht verknüpft. Und jetzt sehen wir jetzt hier nicht, wenn wir einmal schauen, 1, 3, 5, 6. Aha, Kanal 2 fehlt. Der fehlt. Den können wir nicht mehr benutzen. Der ist bereits was in Benutzung. Was aber witzig ist, wenn du erst die Gruppe erzeugst auf Taste 2 und dann die Direktverknüpfung nochmal erzeugst, dann geht es. Andersrum geht es. Ja. Gut, jetzt speichern wir mal diese Gruppe. Die besteht jetzt aus Heizkörperthermostat, Fensterkontakt, Wandthermostat. Könntet ihr jetzt auch natürlich mehrere Heizkörperthermostat, bis zu acht Fensterkontakte. Aber nur ein Wandthermostat. Ein Wandthermostat. Genau. So, und jetzt wundert euch bitte nicht über die rote Meldung, die gleich aufpoppt. Es werden ganz viele Daten jetzt an alle drei Geräte übertragen. Das dauert ein Sekündchen und das sind Service-Meldungen, die hier oben dabei anfallen. Daten werden auf den Fensterkontakt geschrieben, Daten werden auf mein Wandthermostat geschrieben, Daten werden auf mein Heizkörperthermostat geschrieben. Gebt dem System einfach ein bisschen Zeit, ja? Nicht verzweifeln an der Stelle. So, und als letztes, und das ist das letzte Gerät, das übrig bleibt, ist der Fensterkontakt dran. Der benötigt eben einmal einen kurzen Druck auf die Systemtaste oder muss einmal geöffnet und geschlossen werden. Da haben wir es doch. So, alle Geräte haben die Config-Daten und empfangen. Jetzt lass uns nochmal in Status und Bedienung gehen. Und dann spielen wir doch dasselbe Spiel von eben so, nochmal. Fenster ist geschlossen. Fenster ist zu. So, wir drehen mal die Heizung erstmal ein bisschen höher, weil du bist auf 5 Grad, mein Lieber. Ja? Weil da bringt Fenster auf nichts. Nee. So, wenig. 20 Grad. So, wir gucken mal, was die Heizung sagt. Zack. Die steht auf. Na, komm, übertrag, los. Wir haben sie gerade nämlich auf 20 Grad hochgedreht. Mach's nochmal manuell dem einmal schnell. Dann geht's ein bisschen fixer. Ich habe es hier am Wandthermostat gerade. Ja, perfekt, super. So, wir haben 20 Grad am Heizkörperthermostat. 20,5. Was ja, ich hatte 20,5 hatte ich eben. Okay. Wir drehen jetzt auf 20, so wie es genau. 20, genau. Ja, sollte jetzt auch gleich erscheinen in der Oberfläche. Komm. Wunderbar. Da haben wir, ja. Genau. Und jetzt öffne ich das Fenster. Fenster auf. Wir gucken mal, was passiert. Hier sieht Thorsten gleich sofort auf dem Display 12 Grad. Das geht viel, viel schneller. Ja? Aber jetzt folgt eben auch die Oberfläche und sagt, jo, reduziert auf 12 Grad. Machen wir den anderen Weg. Spielen wir hier mal am Wandthermostat rum. 20 Grad, stellt er gleich auch wieder zurück. So, wunderbar. Ich drehe hier mal hoch auf 22 Grad. Dauert einen kleinen Moment und dann wird dein Heizkörperthermostat auf 22 Grad hochziehen und eben auch mein Wandthermostat. Genau. Hat er schon gemacht, ne? Genau. Ja. Wenn wir jetzt ein Heizprofil vergeben wollen, also das, dann ist das jetzt auch wieder etwas Besonderes, dann findet ihr dieses nicht unter Einstellungen Geräte, also wie wir das vorhin bei dem Steckdose hatten, sondern jetzt müssen wir hingehen unter Einstellungen Gruppen. Ja, das ist richtig. Das würde ich hier immer empfehlen. Wenn ihr jetzt ein Heizprofil anlegen wollt, macht das nicht einzeln im Heizkörperthermostat oder einzeln im Wandthermostat. Das funktioniert zwar, aber eher schlecht als recht, ne? Weil die nicht synchron dann sind. Ne? Es kann sein, dass Profil A Profil B beeinflusst. Ja. Und deswegen empfehlen wir das in ganz klar in der Gruppe. Geht ihr hier rein und da habt ihr ein bisschen andere Assistenz, ein bisschen anders aufgebaut, die Heizprofile. Ihr könnt sie klonen von einzelnen Tagen. Ihr müsst halt immer den Tag ausfüllen. Das ist dort so halt vorgegeben, dass ihr immer halt mit 0 Uhr anfangt und mit 23.59 Uhr enden. 23.59 Uhr ist immer noch, ne? Genau. Dann enden müsst. Genau.
24 Uhr, Entschuldigung. Der 24 Uhr, so hatten wir es hier gemacht, genau. 24 genau. Und klonen kann man hier über wie am Vortag. Wie quasi, am ne? Vortag, genau. Ihr habt auch noch mehr Möglichkeiten, auch da könnten wir eine ganze Weile drüber sprechen, über nur die Möglichkeiten von Heizungssteuerung. Was im Display angezeigt werden soll, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, minimal einstellbare Temperatur, maximal einstellbare Temperatur. Aber es sprengt einfach den Rahmen eines Grundlagenseminars. Genau. Ne? Was ich gerne noch machen möchte, wäre euch zu zeigen, wo man Daten aufzeichnet. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mir gerade auffällt, dass meine CCU kein USB-Stick hat. Trotzdem kann ich euch in der Grundlage zeigen, wie es funktionieren wird. Erstmal wenn André mal ganz kurz die CCU-Oberfläche wegmachen würde, ja, gucke ich mal, ob ich auf meine Anlage zu Hause schnell draufkomme. Ja? Und du kannst quatschen in der Zwischenzeit. Ich quatsche einfach mal kurz. Also, ihr benötigt an der CCU, um Daten aufzuzeichnen, einen kleinen USB-Stick. Und das ist, ich sage wirklich einen kleinen USB-Stick. Es kann ein USB-Stick sein, den ihr irgendwo noch rumfliegen habt. Das kann der einfachste USB-Stick sein. Den steckt ihr in der CCU ein, mountet den entsprechend und dann könnt ihr schon mit der Datenaufzeichnung starten. Das ist gar nicht schlecht, dass wir jetzt auf Holgers Oberfläche gehen. Ja, ich muss aber eben ein bisschen aufpassen, ob da nicht Geräte dran sind, die ihr vielleicht noch nicht sehen dürft. Ja? Den wir dann entsprechend gleich nutzen können. Dauert nicht so einen Moment. Ja. Was auch sehr schön wird, soweit ich weiß, hast du auch deinen ESI an der CCU dran, richtig? Den habe ich an der CCU, den plotte ich aber nicht über Diagramme, glaube ich. Muss ich gleich mal gucken. Können wir mal gucken. Ich meine, ich mache das über den Heightcharts, über das Heightcharts-Plugin. Okay. Ja. Aber wir schauen gleich mal eben. Ja, ja. Gut, also grundsätzlich erstmal unter Einstellungen in der Systemsteuerung. André darf uns, glaube ich, gleich die Oberfläche sofort weiter. Ja, gib mir noch einen ganz kleinen Moment. Ich mache das mal erstmal hier im Einmal. So, also du darfst gerne einmal umschalten. Wir sind wieder auf der alten Anlage von gerade eben erstmal wieder unterwegs. Genau. Das heißt, wir gehen auf die Systemsteuerung. Nein. Oder wolltest du den USB-Stick machen? Den USB-Stick mounten. Genau, okay, das heißt, wir müssen, wenn wir einen neuen USB-Stick stecken, müssen wir einmal hier hingehen und gehen dann auf allgemeine Einstellungen und müssen dann den USB-Stick einmal hinzufügen. Das wäre dann ganz oben, wenn einer gesteckt wäre, wäre das so. Hier empfehle ich dann auch gleich, die Konfiguration der entsprechenden Daten für die Energie zu machen. Das ist nachher wichtig, damit uns die Daten richtig ausgegeben werden. Unter Status und Bedienung tragt ihr einmal die aktuellen Preise ein, die ihr so habt. Könnt ihr dann benutzen. Genau. Nächster Schritt ist dann, ihr geht unter Einstellungen, Diagramme und legt euch da neue Diagramme. Hier meckert sie jetzt auch schon. Hallo, lieber Thorsten. Ja, du hast keinen USB-Stick gesteckt. Das weiß ich. Genau. Ne? Hier könntet ihr eben auswählen, welche Geräte ihr mitprotokollieren möchtet. Genau, habt ihr unterschiedliche Möglichkeiten, die Protokolle an, die Diagramme anzulegen. Balkendiagramme, Liniendiagramme, mehrere Sachen gleichzeitig. Das ist immer sehr spannend, was man da so tun kann. Holger, jetzt gehen wir mal zum lieben Holger. Ja, das über den Fernzugang. Es sind so viele Datenpunkte, dass es ewig dauert. Ne? Okay. Ja. Wenn es nicht geht, wird es nicht. Nee, ich glaube, ich kriege das auf die Schnelle tatsächlich nicht hin. Dann zeigen wir ein bisschen was anderes noch an Grundlagen, Holger. Ja. Schade, ich hätte es gerne. Also, ich lasse mal im Hintergrund rödeln. Vielleicht ruft das ja gleich noch auf, aber über diese hier Verbindung ist das immer ein bisschen träge und gerade hier jetzt mit dem LTE-Router macht das auch nicht besser. Ja. Gut, gehen wir aber dann noch gerne zu so ein paar Sachen, die ich gerne sowieso noch zu Grundlagen erklären wollte. Dann darfst du jetzt mal wieder umschalten. Und zwar haben wir jetzt drüber gesprochen. Wir haben einmal die Startseite, wo wir sehen, vielleicht erzähle ich es doch nochmal ganz kurz: den Duty Cycle und den Carrier Sense. Ja. Duty Cycle ist die, wie viel hat die CCU schon innerhalb des 36 Sekunden Rasters pro Stunde gesendet? Das sind in diesem Fall, ich muss mal gucken, 24%, also wir haben noch Luft. Da geht noch was. Carrier Sense ist die Bandbelegungsanzeige, das bedeutet, wie frei ist mein Band? Das muss nicht nur von uns kommen. Es können auch andere das 868 Band mal belegen. Klar. Und es können auch einfach Störsender sein, wie zum Beispiel wir es vorhin hatten. Denn wir hatten im letzten Seminar unseren LTE-Router ein bisschen dicht an unserem Access Point. Da war das Band einfach zu, dann ist weg und dann seht ihr hier Carrier Sense bei 100% oder 90% und dann ist Ende im Gelände. Dann ist nichts mit Funken. Also da mal drauf achten, Carrier Sense sollte nicht zu hoch sein. Dass der hier ein bisschen bei uns ausschlägt, liegt einfach dran. Wir befinden uns hier in unserem Entwicklungsgebäude auch, wo dann auch mal. Also über 30% solltet ihr ein bisschen aufpassen. Da sollte man Maßnahmen. Kann es durchaus mal Probleme geben beim Anlernen, beim Kommunizieren zu den Geräten. Genau. Da so ein bisschen Acht drauf geben. Status und Bedienung haben wir darüber gesprochen. Genau. Was wir aber auf jeden Fall noch machen müssen, auch wenn es ja, wir haben ja bei den Grundlagen auch ganz kurz noch ganz ratzifatzi Programme und Verknüpfungen.
Wir haben nicht nur direkte Verknüpfungen, wir haben auch die Möglichkeit, Programme zu erstellen. Und jetzt klackern wir mal ratzifatzi eins durch, also wir gehen auf neu und haben dann Wenn-Dann-Sonst-Logiken. Das, was Holger vorhin gemacht hat, also eine Schaltsteckdose einzuschalten, das machen wir jetzt mal einfach mal schnell mit der anderen Taste, würde bedeuten... Was möchtest du für eine Funktion? Schaltsteckdose ein. Nur ein. Wirklich so ein einfaches Ding, ja? Ja, Schaltsteckdose okay. Einkommen. Schaltsteckdose ein. Das heißt, wir erstellen ein Programm, Schaltsteckdose ein. Das bedeutet, die CCU ist nachher der Mittler zwischen dem Ganzen. Und wir haben Wenn-Dann-Sonst-Funktionen. Also das heißt, wenn wir eine Taste drücken, dann soll eine Schaltsteckdose eingehen. Also es ist ein ganz, ganz, ganz rudimentäres Programm, was ich euch einfach mal dauerhaft zeigen will. Dauerhaft ein oder dauerhaft ein, fertig ist. Ja. Gut, so einfach. Wenn, dann. Ist so, das jetzt wenn, mal, ne? Dann. Kein Sonst, kein Nichts, wenn, dann. Wenn ich die Taste drücke, dann schaltet die Schaltsteckdose. Ich habe es mal gespeichert. Genau. Sollte ebenfalls jetzt gehen. So, wir haben jetzt hier im Moment an. Ich schalte erstmal wieder aus über den Taster. Genau, du hast jetzt die andere. Jetzt habe ich die andere, der Direktverknüpfung genommen. Und jetzt drückst du mal oben. Erste Taste sorgt für die Servicemeldung. Nicht wundern. Beim ersten Mal werden die Daten abgerufen. Jetzt. Klick. Steckdose an. Und schon ist sie an und geht aber nicht mehr aus. Nee, weil das Programm natürlich so gestrickt ist, dass es nur einschaltet. Richtig. Ne? Was man jetzt eben machen könnte, und das ist die Besonderheit jetzt an den zentralen Programmen, ich könnte zum Beispiel sagen, wenn der Wandtaster betätigt wird, aber bitte nur im Zeitraum von 20.26 Uhr bis 20.54 Uhr, sage ich jetzt mal. Genau. Und was wir jetzt noch zeigen können, damit wir es auch simulieren können, wenn das Fenster offen ist. Und wenn das Fenster offen ist. Und das Fenster offen, das kann ich euch dann nämlich noch simulieren. Ja. Und wenn das Fenster geöffnet ist. So, ich mache mal eben bei allen Prüfen rein. Warum das so ist, anderes Seminar. Anderes Seminar, andere Zeit. Okay, also wenn der Wandtaster gedrückt wird im Zeitraum von 2026 bis 2054 und das Fenster offen steht, dann schaltet die Steckdose ein. Und das kriegt man über Direktverknüpfung eben nicht gelöst. So, jetzt sind wir bei aus. Ja, drück doch mal drauf. Ich drück mal drauf. Servicemeldung werden abgerufen? Ja, Servicemeldung auf dem Fensterkontakt. Genau, muss ich einmal hier betätigen. Wunderbar. Aber... Also erstmal passiert nichts. Kann ja auch noch nicht. Ne? Ich rufe das Programm für euch auf, damit ihr es seht. Ja? Es kann im Moment nichts passieren. Der Taster wird zwar gedrückt, das ist mein Auslöser, aber das Fenster ist noch geschlossen und wir sind auch noch im falschen Zeitraum. Genau. Jetzt warten wir mal ab, bis 2026 ist. Richtig. Das ist jetzt schon mal ein bisschen mehr als die einfachen Grundlagen. Hier steigen wir schon langsam in die Programmierung an. Gemerkt, wer vielleicht auch das Access Point Seminar mit uns mitgemacht hat, sowas ging da nicht so einfach. Wir konnten da nicht so einfache Logikenverknüpfungen machen. Ja, wir hätten Automatisierung machen können, aber viele Dinge, die wir hier nachher machen können, wenn wir noch tiefer in die Logikschicht hier einsteigen, gehen halt nur an der CCU und gehen halt nicht am Access Point. Ja, 26. Probier mal aus. Und was ist? Natürlich geht es immer noch nicht. Kann nicht, weil der Fensterkontakt immer noch geschlossen ist. Genau. Öffnen wir auch diesen mal. Status wird übermittelt an die Zentrale. Okay, drück mal drauf. Ich gebe noch so ein Sekündchen. Ja, ist fertig. Ja. Klick. Steckdose geht an. Steckdose geht an. Ja. Ganz einfaches, kleines Programmchen für euch, was aber so ein bisschen zeigen kann, was die CCU denn an Logik nachher auch mitbringt. Wie mächtig das ist. Wie mächtig das wäre und was man alles tut. Das habt ihr ja schon bei den Geräteparametern gesehen. Wie viel man einstellen kann. Ich will keine Angst vor der CCU machen, nur man muss sich ganz klar überlegen, will ich das? Will ich ein so mächtiges Tool haben? Oder bin ich eher derjenige, der für den Access Point, für meinen Router auch jemanden sich kommen lässt, der einem dabei hilft? Dann nehmt den Access Point. Der Access Point wird euch sehr viel Arbeit abnehmen. Ja. Er hilft euch, er hat Tools darauf. Dann ist der Access Point eher was für euch. Und wer sagt, nee, ich will das letzte Schräubchen verdrehen können, dann ist die CCU euer Tool der Wahl. Ja, das ist so. Mit Last but not least möchte ich schließen, und das sollte man immer zum Ende tun. Backup. Kein Backup, kein Mitleid. Darum machen wir natürlich, zeigen wir, wie es jetzt geht. Ihr geht auf die Einstellung Systemsteuerung und könnt dann hier auch ein Backup erstellen. Klickt darauf, können wir jetzt einfach mal machen. Dauert ein Momentchen, er erstellt das Backup und legt das in euren Standardordner für Downloads ab. Ja. Klickt da unten, das war ja hingepackt. Hat er mir jetzt hingepackt, ja. Das ist es. Mehr muss man nicht tun, damit man am Ende auch keinen Stress hat und keinen Ärger hat und sich ab und zu mal abmelden. Das empfehle ich auf jeden Fall. Abmelden wäre dann eben hier oben einfach auf das Abmelden-Feld. Genau. Wir melden uns jetzt auch ab.
Ich habe noch ein paar kleine Dinge, die ich euch gerne mitgeben möchte. Und ansonsten ist es das erstmal mit unseren Grundlagen CCU gewesen. Ich hatte schon erwähnt, unser nächstes Seminar wird ohne Holger sein. Ich glaube, ich habe es in diesem Seminar erwähnt, hoffe ich zumindest. Dass wir uns am 26. März wiedersehen können. Dann geht es um die SH-Base und deren Möglichkeiten. Da haben wir auch schon Einzelvideos. Da wird aber noch ein bisschen mehr kommen und deswegen lohnt es sich, da auch ein Seminar drüber zu machen. Seid da gespannt, was wir da noch mehr zeigen können. An der CCU mit meinem lieben Kollegen Thomas. Live sehen nochmal zusammengefasst. Leidenbuilding sind Holger und ich beide auf dem Stand. Ja. Ich werde da als Gast mit bei Homatikapie natürlich ein paar Sachen anschauen. Und ja, Holger ist auch da. Ich bin natürlich am Stand. Klar. Genau, wer da gerne mal möchte. Vorbeischauen. Als Fach, ist ja eine Fachmesse, wer da mal vorbeischauen kann. Und dann halt eben Mitte März Maker Faire, auch da herzliche Einladung, könnt ihr mich sehen. Was ich gerne mal an dieser Stelle euch zu einladen möchte, das muss ich gestehen, nämlich zu meiner Schande im letzten Seminar vergessen, seit Anfang dieses Jahres ist unser komplettes Journal kostenfrei für euch. Schaut da gerne mal in unserem ELV-Journal-Bereich vorbei. Ihr findet das ELV-Journal nun kostenfrei zum Download und auch die ELV-Journal-App. Ich weiß nicht, Holger, ob du selber schon mit rumgeschaut hast. Ich habe auch natürlich schon geschaut. Kannst du dir jetzt kostenfrei herunterladen und alle Journale in der App ab 2011 herunterladen und alle Journale auf unserer Internetseite sogar seit 1978, da wo unser lieber Chef das erste Journal herausgebracht hat, kann man kostenfrei nachlesen. Und da findet ihr auch viele interessante Schaltungen aus dem Bereich Homatikapie, die ihr dann jetzt hier nachlesen könnt. Genau, weitere Seminare folgen dann im April natürlich auch und im Mai und so weiter. Des Laufe des Jahres sind wir auch gerade in der Planung. Schaut da immer auf unseren YouTube-Kanal unter Live. Könnt ihr euch schon entsprechend vormerken. Natürlich auch unseren Kanal abonnieren, macht die Sache noch einfacher. Dann bekommt ihr immer unsere neuesten Videos. Ansonsten noch danke an Markus, danke an Antrin. Das darf ich nicht vergessen. Und das letzte Wort hat gleich der Holger. Ich sage schon mal einen wunderschönen Abend. Ich bin raus, euer Thorsten. In diesem Sinne, schönen Dank auch schon mal an Holger. Ja, danke dir, Thorsten. Danke. Also ich habe noch eine kleine Ergänzung, weil die CCU ja so ein mächtiges Thema ist. Ja. Und wie du ja auch schon gesagt hast, es gibt so viele Erweiterungsseminare. Alleine bei uns liefen diese Woche 4 Erweiterungsseminare zur CCU 3. Zum Thema Sicherheit, Raumklima, zum Thema Systemvariablen, Aktorkanäle übrigens auch. Ja? Ja. Wie ihr die findet, zeige ich euch noch mal ganz kurz. Ja? Absolut. Vielleicht mag André noch mal kurz die Ansicht umschalten. Wunderbar, denn wir haben bei uns auf unserer Homatik-IP-Homepage einen Bereich Events und Seminare. Klickt da einfach mal rein und filtert nach Online-Seminaren zum Beispiel. Denn dann bekommt ihr alle Online-Seminare angezeigt, die noch in diesem Monat laufen. Leider jetzt keine CCU-Seminare mehr. Die waren eben gestern die letzten Seminare dazu. Aber die kommen natürlich immer mal wieder. Und wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. Oder ansonsten bei euch auf dem Kanal natürlich genauso. Ne? Da war ja auch übrigens der Truck. Können ja, wir auch gleich ja, mal erwähnen. Genau. Werden wir schon ein bisschen Ausblick gegeben, wo kann man uns live sehen. Genau. Euer Roadshow-Truck fährt dieses Jahr auch wieder durch Deutschland, ist an unterschiedlichen Standorten dann für in euch. In Hennef ab. Hennef, demnächst Duisburg und dann arbeitet man sich immer weiter nach Süden, bevor man dann wieder wendet und dann wieder zurückkommt. Und dieses Jahr sogar bis nach Österreich, Grüße nach Österreich, da geht es dann auch mal hin. Also das richtig wird unterwegs, sehr ja. unterwegs. Also das okay, das gerne wieder umschalten. Vielen, vielen Dank an dich. Ja? Also mal, auch von mir, ja, auch von mir, ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch gerne und habt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ja? Bleibt smart, bis dann, ciao. Ciao.